Liebes und verehrtes Zuschauer- und Zuhörervolk, Fire Listen to Me meldet sich zurück nach so gut wie gar keiner Pause. Geht eigentlich nahtlos weiter, wie man das von uns gewohnt ist. Ich finde auch nicht, dass man das jetzt weiter thematisieren muss. Nee. Wir waren im Sommerschlaf, könnte man vielleicht sagen. Das hatte keine anderen Gründe. Warum da nichts los war oder so ähnlich. Nee, das. Legen wir los mit der Folge! Ja, ich habe mir nicht angeguckt, wann wir das aufgenommen haben, deswegen. Ich hatte davon zu viel Angst. Ich hatte davon zu viel Angst, ich wollte es nicht mehr. Ich wollte das nicht mehr machen. Weder wann wir die letzte aufgenommen haben oder wann dann die letzte online kam. Denn dazwischen besteht auch noch so eine kleine Differenz. Okay, ich glaube, wir hatten noch letztes Mal beim Aufnehmen irgendwie ein paar technische Schwierigkeiten. Ne? Daran lag es zu größten Teilen, warum das jetzt so lange gedauert hat. Ja, hoffen wir mal, dass diese Folge etwas einfacher wird. Ich hoffe es auch, weil die Folge an und für sich, die hat es schon ein bisschen in sich. Ja, die war ziemlich spannend, würde ich sagen. Ja. Also sehr kurzweilig. Ja, haben wir eben schon ein bisschen drüber geredet, aber schauen wir doch mal, was das so im Detail zu bedeuten hat. Ja, es geht nämlich um die Folge Selbstjustiz, heißt sie, ne? Genau. Folge 17 bei mir auf dem Blu-ray-Set. Ah, okay. Ja, ich hab's jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt. Aber wir sind so in etwa bei der, noch nicht ganz der Hälfte der zweiten Staffel. Das habe ich noch gesehen. Es ist, glaube ich, die 10. oder 11. der zweiten Staffel. Und sie hat. Ja, das kommt ungefähr hin, glaube ich. Ja, und die zweite Staffel hat, ich glaube, 23 Folgen oder so. Knapp. Und es fühlt sich auch so ein bisschen, finde ich, an wie so fast so ein Endpunkt. Also. Es wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, um damals Staffel 2 zu beenden und dann die dritte Staffel zu produzieren. Genau. Umso gespannter bin ich natürlich, was jetzt darauf noch passiert, aber. Ich nicht. Ja, wir kommen jetzt in Season 2 Hell. Ja, ja. Ich habe das ein oder andere Mal schon subtil anklingen lassen, dass es in Staffel 2 so die ein oder andere aufeinanderfolgende Folgen gibt, die vielleicht nicht so interessant sein werden und dass es da Stories gibt, wo ich kotzen könnte. Ja, ich habe auch schon in die nächste Folge reingeguckt, weil ich nicht ganz genau wusste, welche Folgenzahl denn jetzt wir besprechen. Mhm. Und da habe ich einen wunderbaren Handlungsstrang mit Nadine gesehen. Fucking hell. Also freue dich schon mal auf nächste Folge. Oh yeah. Bevor es so richtig eigentlich mit der Folge losgeht, da habe ich hier direkt schon was, nämlich noch im Vorspann. Da steht nämlich, wenn die gute Schauspielerin Piper Laurie im Vorspann angekündigt wird, dann steht da jetzt nicht nur Catherine Martell, sondern Tojamura und Catherine Martell. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir ist es aufgefallen und da kann man mal sehen, dass ich, wie lange die letzte Folge her ist. Oder generell es her ist, dass wir uns mit dem Zeug hier beschäftigt haben. Denn ich habe so gedacht, ey Leute, spoilert ihr das jetzt etwa gerade? Wie doof seid ihr eigentlich? Und dann ist mir eingefallen, wir hatten den Reveal ja schon. Nee, genau. Ja, der Reveal kam, glaube ich, bei Pete, ne? Ja, genau. Pete und der Zuschauer wissen es jetzt. Genau. Und bald auch noch wer anders. Und ich war in einer vollkommen anderen Zone irgendwie mental und habe so gedacht, Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst. Da hat einer richtig Mist gebaut im Bau des Vorspanns. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, warum. Ich hätte den Reveal, glaube ich, cooler gefunden. Wäre es jetzt, gut, in der Folge, spoilern wir mal so ein bisschen, ne? Ich meine, tun wir eh. Ja. Ist es halt mit Ben Horn. Mhm. Und irgendwie hätte ich es cooler gefunden, glaube ich. Hätte er es zuerst erfahren.
Also hätte der Zuschauer es zusammen mit Ben Horn erfahren, dass Georgia Mutter Catherine ist. Auf jeden Fall ist der Reveal bei Ben irgendwie cooler gemacht als bei Pete. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt schon. Weil bei Pete hat das noch nicht so große, so eine große Bedeutung quasi. Also, klar, der Typ weiß jetzt, dass seine Frau noch lebt und dass sie sich gern anzieht wie alte japanische Männer. Aber kein King-Shaming hier. Ey, nein, nein, nein. Ich hab ja nur Fakten aufgezählt. ja. Aber jetzt so für den Impact beim Zuschauer so, okay, so. Ja, okay, klar, wir wissen jetzt, dass der das ist. Oder dass die das ist, aber ich stimme dir zu, es wäre cooler gewesen, wenn wir das bei Ben gesehen hätten. Ben Horn ist es ja, so der große Story-Reveal und bei Pete ist es eher so die emotionale Geschichte. Ja. Und ich glaube, andersrum hätte ich cooler gefunden, aber naja. Jo. Tojimura und sowas ist jetzt noch gar nicht Phase. Nee, genau. Wir schließen jetzt quasi genau da an, glaube ich, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Zumindest genau. Glaube ich, dass das die letzte Szene war, halt mit Maggie, dass Maggies Leiche gefunden wurde. Genau, ja, mitten im Wald. Und wir sehen unsere vier Helden auf uns zuschreiten. Ja. In so einem halben Armageddon-Shot. Oder? Ja, das war sehr gut. Fand ich auch sehr, sehr geil. Ich war mir gar nicht mehr... Wie lange ist es hier, dass Albert da war? Das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß gar nicht, war der in der letzten Folge schon da? Wenn, dann habe ich ihn vergessen. Also ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass der überhaupt noch in Twin Peaks ist. Moment, ich habe das Skript von der letzten Folge auch. Mhm. Und Albert kommt kein einziges Mal in meinem Skript vor. Okay. Deswegen denke ich mal, dass der wahrscheinlich zitiert wurde. Mhm. Also hinzitiert wurde, nicht? Ja. Oder dass er einfach die ganze Zeit irgendwo im Hotelzimmer gechillt hat, weil der hat ja auch keinen Bock, da irgendwie im Ort rumzulaufen. Ja, okay, stimmt, ja. Vielleicht war er One-Eyed-Jacks. Ja, wenn überhaupt, dann natürlich da. Ich meine, es gibt das One. Nee, da hatte ich gerade. Du meinst das Great Northern? Ich war gerade im Great Northern. Im One Eye Jacks. Ach so. Ja, vielleicht. Who knows? Aber ich weiß nicht, ob das gerade überhaupt noch Betrieb hat, nachdem Cooper und Konsorten da ihren Assault gemacht haben. Aber ich nutze das Machtvakuum aus. Ja, das wäre so ein geiler Sideplot. Irgendwie schon, ja. Ich will Fanfiction sehen. Oh ja. wir haben Cooper, wir haben Truman, wir haben Albert und war Hawk noch dabei? Ja, Hawk war auch dabei. Ja, natürlich. ja. Und Maggie ist, ich glaube, das haben wir in der Folge, wo sie gekillt wurde, auch schon gesagt, sie ist genau wie Laura auch in diese Plastikplane eingewickelt. Und dann wird halt, werden uns so die Indizien oder die Sachen, die halt diese gefunden haben, werden uns dann präsentiert. Und zwar ist das zum einen erneut ein kleiner Papierfetzchen mit einem Buchstaben. Genau. Unter den Fingernägeln. O, genau. Dieses Mal ist ein O. Ja. Was war es beim letzten? Was war unter Laura? War es das T? Ja. Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Oder B. Was haben sie bislang? R, O, B, T, glaube ich, ne? Ja. Also unter. Die bisherigen Opfern, also sowohl der, die wir noch gar nicht kennen, also dem allerersten Opfer, was wir nicht gesehen haben, Theresa Banks und Laura und hier Ronald Poleski. Da waren, glaube ich, ROB und jetzt ist, glaube ich, Quatsch, ROBT und jetzt ist das O. Genau, ja. Er buchstabiert irgendwie in der falschen Reihenfolge.
Ja, da hat sich immer nicht so viel Gedanken gemacht. Ja. Oder vielleicht wollte er es nicht ganz so offensichtlich machen. Wow. Am besten noch rückwärts, wäre auch geil gewesen. Ja. Und was Nee, noch ein genau. anderes Indiz ist, ist Polarfuchspelz. Ja, genau, von einem ausgestopften Polarfuchs. Genau. Da dachte ich mir am Anfang so, okay, was soll das? Jetzt nachbetrachtend ergibt das irgendwie relativ viel Sinn. Ja, ich hatte ja Vielleicht. schon einmal auf den ausgestopften Polarfuchs hingewiesen, der während einer Szene von Leland in Bens Zimmer die ganze Zeit bei Leland im Hintergrund war, der dir ja überhaupt nicht aufgefallen war. Stimmt, ja, wir haben Das war schon mal irgendwie vor 2 oder 3 Folgen oder so. über die Einrichtung gesprochen. Ja, Wunderschönen Jagdcharme. stimmt. Nee, genau. Coop wendet sich in dem Fall dann allerdings an Harry und sagt, dass er den Mord gar nicht erst breittreten möchte oder preisgeben möchte. Er will das erstmal irgendwie so ein bisschen vertuschen, um in den nächsten 24 Schon. Stunden halt alles ins Reine zu bringen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, könnte mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Erst habe ich mich auch gefragt, ob man das so Zumindest macht, ob das so funktioniert. Maggies Angehörigen gegenüber ist das, glaube ich, nicht dem Gesetz konform. Das glaube ich auch. Und auch ein bisschen asozial. Bisschen schon. Ja, gut, aber ich meine, Coop hat scheinbar irgendwie so seinen eigenen Willen in der Folge. Sie heißt ja auch Wird irgendwie. Selbstjustiz. Ja. Er wird ja irgendwie von Albert auch da darin unterstützt, dass er irgendwie jeder Dies. Vision folgen Ja, soll. Wo ich voll. mir dachte, oh, das jetzt von Albert finde ich ein bisschen weird. Ja, das hatte man bislang noch nicht gar nicht so wirklich auf dem Schirm, aber der scheint ja wirklich so hinter Coopers spleeniger Esoterik-Masche zu stehen. Ja, zumindest scheint er anzuerkennen, dass sie Ergebnisse liefert, ne? Ja. Irgendwie so, glaube ich. Aber fand ich auch interessant. Also die Facette hatte ich auch noch nicht so ganz mitbekommen von ihm. Das kommt, geht dann, glaube ich, in Staffel 3 noch ein bisschen weiter. Da erfährt man, oder ich glaube, das erfährt man auch in einem der Bücher, dass er, Cooper, Gordon und hier, oh Gott, ich weiß den Namen vom Charakter gerade nicht mehr, halt hier, oh Gott, mir fällt jetzt der andere Name auch nicht ein. Der Teekessel aus Staffel 3. Achso, du meinst David Bowie. David Bowie, oh Gott. Ja, der war ja auch FBI-Agent. Und dass die alle so eine, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Taskforce übers Übernatürliche waren oder so, oder ob die es so ein inoffizieller Club war. Da jedenfalls haben die sich da schon immer irgendwie so ein bisschen mit beschäftigt. Die waren quasi so ein bisschen X-Akte mäßig unterwegs. Mein absoluter Favorit sind übrigens die tibetischen Methoden. Ja, da kommen wir Was? nachher auch noch. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, was er da alles Was soll das aufzählt. sein? Das soll. Ja, Ja. nee, genau. Ich glaube, in der Szene passiert aber sonst auch nicht so viel mehr, ne? Nee, außer dass man halt merkt, halt vor allem dadurch, dass Albert jetzt zu Kuba sagt, so hier, mach bitte jetzt, also egal was, aber mach, dass die alle jetzt so ein bisschen, also sie haben ja jetzt Ben im Sack. Eigentlich. Ihre Theorie ist es ja bislang, dass er es ist. Aber dass ihnen Genau. allmählich auch so, wenn sich jetzt herausstellen würde, dass er es nicht ist, dann gehen ihnen allmählich so ein bisschen die Alternativen aus. Ja, zumindest bis zu einer Szene, glaube ich, in Ja, aber ich Bens meinte jetzt Büro, so ne? in Ja. gerade hier in dem Moment. Ja, genau. Nee, ja. Ja, wahrscheinlich sagt Albert deswegen auch von wegen, jo, keine Naja. Ahnung, mach alles Mögliche, was du kannst. Ja, weil der Typ scheint, also wer immer der Mörder ist, scheint ja immer noch weiterzumachen. Und deshalb müssen wir jetzt, und
da die auch meiner Meinung nach seit einigen Folgen auch nicht mehr so wirklich ermitteln, muss man vielleicht auch mal einfach sagen, ja, gehen ihnen allmählich auch so die Optionen aus. Also die haben sich bis jetzt auf die Sache, dass sie, die sie da mit Mike gemacht haben und dass sie Ben verhaftet haben, außerdem haben sie jetzt nicht wirklich weiter groß den Fall verfolgt. Die haben die Zeit damit verbracht, hier, weiß ich nicht, Audrey aus dem One-Eye-Jacks rauszuboxen und sonst noch was. Alles diese Nebenplots. Ja. Das ist also ein riesiges Open-World-Game. Oh Gott, ja. Die sammeln noch ein bisschen Loot, bevor sie den Boss angehen. Genau, die machen erstmal alle Nebenquests, bevor sie dann völlig overpowered für die Main-Quest sind und es dann auch überhaupt keinen Spaß mehr macht. Apropos Nebenquests, bist du bereit für die nächste Szene? Oh! Das hat auch ein bisschen was mit der Hauptquest zu tun, aber... Oh Mann, ey. Diese Szene, ne? Beziehungsweise diese, wie sich dann herausstellt, hängt das da alles zusammen, weil ich habe jetzt nicht gecheckt, dass die Überreste der uncoolen Bande sich gerade im Double R aufhalten. So wie das da, also da, so der Tisch, an dem Donner da für mich saß, der sah für mich nicht nach einem typischen Tisch im Double R Diner aus. Nee, der war irgendwie so ein bisschen auch von der, also das war mal vor allen Dingen mal ein anderer Blickwinkel. Normalerweise sieht man das Diner entweder so up front oder eher so den linken Teil. Ich glaube, das war eher so rechts. Also im Recht, ja genau. Also es wird irgendwie so ein Winkel gewesen sein, so vielleicht die VIP-Lounge von Norma. ja, ich fand die diese richtig knallrote Tischdecke fand ich interessant, weil die passt nicht wirklich zum Double A. Genau, genau. Also die passt überhaupt nicht. Ist natürlich mal wieder eine lynchige Signalfarbe mit Rot. Ja, genau. Das dachte ich mir auch. Also es sind Donner und unser aller Schwarm James kommt da noch dazu. Ja. Uff, und der blabbelt dann da einen Scheiß zusammen. Irgendwie erzählt davon, er ist gestern Abend irgendwie mit seinem Motorrad irgendwie rumgefahren. Und der Sound von seinem Motorrad hörte sich an wie, Moment, ich habe es mir, glaube ich, so einigermaßen aufgeschrieben. 10.000 Menschen, die im Chor singen. Und ich habe mir nur gedacht, was ist los? Ja, was ist, das war was? So total, total schwülzig, wo ich mir nur so dachte, was hast du dir gerade reingeschmissen? Ja, es ist echt so. What the fuck? Was willst du sagen? So, naja, aber. Irgendwie schenkt er ihr dann einen Ring. Und meint, ich habe irgendwie keine Ahnung gehabt, wie dick deine Finger waren und die an dem Tresen hatte irgendwie Wurstfinger und aber, oh, ich habe ja alles richtig gemacht. Der Ring passt angegossen. Also war das jetzt wirklich, also haben die sich gerade verlobt in dieser Szene? Ich bin mir nicht sicher. Weil, es ging ja schon irgendwie so dieses, wir wollen immer zusammenbleiben und so. Genau. Gedöns, aber ich, keine Ahnung. Also dann war das, es war dann... Also, nämlich, so würde ich zumindest empfinden, eine etwas holprige Verlobung, weil der eine bestimmte Satz ist dann nicht gefallen, James. Nochmal üben. Genau. So, den hier mit Ring und alles, ja, aber du solltest da noch so einen kleinen Vortrag halten. Also, und naja, gut, also ich bin einfach jetzt davon ausgegangen, dass die jetzt verlobt sind, aber who knows? Ja gut, ich meine, können auch einfach nur ein Geschenk sein. Ne? Aber, vielleicht. Aber James auf jeden Fall in der Folge die beste Persönlichkeit. Ich hasse die spätere Szene mit ihm noch. Ich hasse sie sowas von. Oh Gott, ey, ich hätte irgendwas gegen die Wand werfen können. Ja, gut. Jetzt kommen wir erstmal zu Normas Mutter. Ich habe mir total krass am Schnitt ist. Also zuerst mal habe ich mir aufgeschrieben, eigentlich wieder hier Location-Wechsel. Jetzt sind wir im Double R, weil ich vorher nicht gecheckt habe, dass wir schon im Double R sind. Also, ah, okay, lustig. Also eigentlich
hat sich der Kameramann jetzt eigentlich nur rumgedreht. Eigentlich. Genau. Aber ja. Das Double R scheint in der Ecke rechts neben der Tür zum einen sehr viel dunkler belichtet zu sein als der Rest. Und außerdem scheinen sie da rote und nicht. Ansonsten habe ich da immer wegen der Uniform oder wegen der Kleidung, die da anhaben, habe ich eher beim Double A eher so einen blauen Flair und nicht so einen roten. Ja, ich wollte mal ganz kurz gucken, ob man da reingucken kann. Ich glaube, die haben gar keine Tischdecken eigentlich. Oh, okay. Haben die einfach so blanke ja. Plastiktische? Ja, einfach nur so blanke Holztische mit Tellern Holz, okay. Und mit Servietten und so. Okay. Ah, vielleicht war ein besonderer Tag. Ja, genau. Oder vielleicht ist das wirklich so die VIP-Ecke, die man sich irgendwie für so besondere Anlässe sich da mieten kann. Sehr viel andere Locations wird es da in Twin Peaks vermutlich für sowas nicht geben. Nee, stimmt. Also ich gucke hier gerade ein paar Bilder durch. Sieht wirklich so aus, als wären irgendwie rechts und links vom Eingang. Also links ist ja diese Jukebox und dahinter ist so ein kleines Safari. Aha. Und das sieht so aus, als hätten die da irgendwie doch rote Tischdecken. Okay. Das sind scheinbar die VIP-Plätze wahrscheinlich. Mhm. Kostet $5 extra. Genau. Sogar eine Tischdecke. wäre ein super Service von Norma. Mit dem ihre Mutter aber vermutlich auch nicht einverstanden wäre. Nee, denn die wahrscheinlich ist, nicht. Denn die ist mit wirklich gar nichts einverstanden, was Norma da macht. Erstmal das Omelette, was sie da isst. Es schmeckt absolut scheiße. Ja? Also sie verwendet nicht genau den Wortlaut, aber genauso könnte sie es sagen. Schmeckt absolut scheiße. Das war die Menükarte, die du hier hast, die ist auch scheiße. Den Rest, den du hier machst, ist auch scheiße. Und du bist sowieso scheiße, Norma. So. Das ist in etwa das, was sie aus dem Gespräch mit ihrer Mom da rauskriegt. Ja, ihre Mutter scheint einen ausgesprochen komplizierten Gaumen zu besitzen. Sagt auch irgendwie sowas wie von wegen, die Füllung schmeckt nach Nägeln oder irgendwie sowas. Holzspäne oder sowas, glaube ich. Irgendwie Holzspäne oder irgendwie sowas. So, okay, alles klar. Ja, sure. Und dann sagt sie noch so, ja, dann, sie sagt dir dann irgendwie, was sie stattdessen benutzen soll. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Irgendwas mit Würstchen und frische Pfifferlinge oder irgendwie so. Ah ja, stimmt. Ja, genau. Ich bin auch so, ja, wo soll ich die herbekommen? Ja. Twin Peaks ist wahrscheinlich so... Da gibt es so einen Laden, aber da gibt es bestimmt keine Pfifferlinge. Ich weiß auch nicht, warum die Szene jetzt drin war. Ich könnte mir vorstellen, dass es nachher halt irgendwo hin... Ich weiß es, warum es die Szene gibt. Ich weiß es noch. Ja, ich weiß es auch noch, aber ich frage mich, warum sie gerade jetzt kommt. Weil irgendwie... Ja, das frage ich mich bei so ein paar Szenen, die später noch kommen, warum die jetzt unbedingt in dieser Folge sein mussten, weil sie vom Rest eigentlich eher ablenken. Ja, genau. Also wir haben im Vorfeld ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Folge ist sehr streamlined. Also es passiert eigentlich fast nur Hauptstrang. Genau, zur Abwechslung mal. Also ist mal eine angenehme Abwechslung, dass sie die meisten der Nebenplots mal beiseite lassen und sich mal endlich wieder auf die Haupthandlung fokussieren. wir bleiben jetzt im Double R, denn obwohl da irgendwo eine Leiche gefunden wurde, scheint Andy irgendwie frei zu haben. Ja, wir wissen auch nicht, was er da tut. Er brabbelt einfach immer nur die ganze Zeit den Satz "Je und Arm solitär" vor sich hin. Ich habe mir echt gedacht, what is going on? So, also... Wirklich, was ist da gerade sein Problem? Also er hat da diesen Satz der war aus dem Abschiedsbrief von Orchideenman. Harold, genau, Harald Schmidt, stimmt, ja. und anscheinend hat es dieser Satz ihm sehr, sehr, sehr angetan. Weil er kann nicht anders, als mit absolut abwesendem Gesichtsausdruck im Diner zu sitzen und ihn immer und immer und immer wieder vor sich hin zu brabbeln. Ja gut, da hat sich jemand halt so ein bisschen das Drehbuch
zusammengeschustert, wie man es halt gerade braucht, weil... Also das ist wirklich ein Extrembeispiel dafür. Also, ja. Sie wollten es machen, Donner muss irgendwo diesen Satz hören. Donner muss herausfinden, dass Harold den in seinem Abschiedsbrief geschrieben hat. Wie kriegen wir das hin? Und dann haben sie nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht und haben sich nichts Gutes einfallen lassen. Und dann haben sie es einfach so gemacht, dass Andy Deus Ex Machina-mäßig im Diner sitzt und diesen Satz einfach nur sagt. Genau. Mhm. Ja, und Donner bekommt das mit und erinnert sich daran, dass das... Wie heißt sie? Mrs. Tremont. Mrs. Tremont, genau. Tremont. Ich hatte es früh eigentlich so im Kopf, dass sie Tremont ausgesprochen werden, aber anscheinend heißt es hier noch Tremont. Kann sein, dass sich das irgendwann ändert in der deutschen Synchro, aber vielleicht habe ich es auch irgendwie einfach nur falsch im Kopf gehabt. Ja, und da war jetzt dann für mich die große Revelation. Hier, bam, mindblown, dass Donner und James im selben Gebäude sind wie die anderen da alle. Also es war quasi dein Plot-Twist für die Folge, ne? Ja, genau. What? Ja, es sind die kleinen Dinge. Genau. Genau. Sie kommen dann halt dahin und Donner möchte unbedingt wissen, woher Andy diesen Satz hat. Und Andy, Power-Polizist, der ist, verrät einfach mal dieses vermutliche Dienstgeheimnis. Ja, Andy. Ja, dann sollte man den vielleicht auch nicht alleine irgendwo rumlaufen lassen. Man sollte ihn vielleicht nicht Polizist sein lassen. Was hältst du von der Idee? Das ist auch noch so eine Sache. Ja, gut. Ja. Aber Andy und Donner sammeln dann Coop ein, weil Donner zu dem Haus von Mrs. Tremont möchte und sie zur Rede stellen möchte. Sorry, wenn ich dir ins Wort falle, aber warum? Das ist eine gute Frage. Weil Dingens hier, Cooper sagt er, also es ist so, dass der, ich glaube, es war nicht Mrs. Tremont, sondern der Kleine, also hier David Lynch Jr. Genau. Der den Satz gesagt hat. Der Zaubersohn. Genau. Der den Satz gesagt hat und Cooper sagt dann so, ja, Harold hat den vermutlich von Mrs. Tremont gehört. Und dann so, nein, das ist überhaupt nicht möglich. Harolds Welt waren seine Orchideen. Ja, aber die leben nebeneinander. Ist so. Also, ich glaube, wenn die beiden nicht nebeneinander wohnen würden, sondern am anderen Ende von Twin Peaks, dann könnte ich das vielleicht mit Fantasie nachvollziehen, dass sie da jetzt so einen Film schiebt. Aber ich meine, sie hat ja sogar von den Tremonts von Harold erfahren. Also ja, die kennen sich, die wissen voneinander. Und also, dass sie da direkt hier auf 180 und hier DEFCON 3 einleitet. Oh, erkennst du diesen Satz? Das ist auch ein bisschen konstruiert, um da die Storystränge alle in die passende Richtung zu manövrieren. Ja, das ist richtig. Ich kann mir nur so Cooper vorstellen, wie der sich gerade fühlt. Weißt du, der hat gerade ein neues Opfer gefunden, so, ne? Ja? Der ist jetzt unter Druck. Der muss jetzt da endlich hier, muss endlich vorangehen. Hier, Ben Horn, was ist da? Da müssen wir jetzt weitermachen. War er es oder war er es nicht? Weil, wenn ja, können wir die Sache abschließen, so, weißt du? Und dann kommt da Donner, kommt da an und erzählt ihm da irgendwas von irgendeinem, von dem Typen, der sich da umgebracht hat und so der alten senilen Nachbarin und diesem französischen Satz, der denkt sich auch so, oh, bitte, ey, okay, ich komm mit, aber oh, dann machen wir es jetzt auch bitte fertig, ja, also, oh Gott. Aber Albert hat ja gesagt, er soll jede Methode anwenden. Ja, ja, klar. Das ist eine Eingebung. Ja, und die Twin Peaks Drama Queen ist vermutlich eine dieser Methoden. Ja. Edgelordin. Oder vielleicht hat die Schauspielerin nur darauf bestanden, dass sie und ihr damaliger Freund einfach mal wieder eine Szene zusammen haben. Ich will auch mal wieder vorkommen. Ich will auch mal wieder in einer vernünftigen Storyline vorkommen. Ja, genau. Also wie gesagt, sie versuchen da
dementsprechend halt, also, oder möchten Mrs. Tremont besuchen. Ja. Allerdings ist die gute Dame gar nicht mehr da. Es ist eine ganz andere Frau, die auch kein Enkelkind hat. Nee. Aber die ja Tremont heißt. Genau, ja. Also Mrs. Tremont ist eine ganz andere Frau. Donna denkt zuerst, dass das die, also dass die Tremont, mit der sie gesprochen hat, dass das die Mutter von derjenigen gewesen ist. Aber nö, die ist schon seit ein paar Jahren tot. Und ja, ein Enkelkind hat sie auch nicht. Und da muss ich mit, und wenn ich dann Cooper wäre, dann denke ich, würde ich echt so, erstmal anzeigen wegen Behinderung der Polizeiarbeit. So. Aber die neue Mrs. Tremont, die hat tatsächlich was für Donna. Nämlich genau. Einen Brief von Harold. Obwohl es sich auch irgendwie eher als Seite von Loras geheimen Tagebuch da dann rausstellt. Ne? Genau, es, glaub, also ist es einfach Brief nur... ist es gar nicht richtig. Nee, also... Tatsächlich. Ich hätte es cool gefunden, wenn es ein Brief von Harold gewesen wäre. Also in meinem Universum steht da dann ungefähr so sowas drin. Du verdammtes Miststück! Ich hab die verbrauchte Schlampe! Und jetzt treibst du mich in den Selbstmord, du blöde Kuh! Sollst du in der Hölle schmoren? Du bist eh hässlich. Ja! Boah, das wäre so unangenehm gewesen, weil Cooper verlangt ja von Donna, dass sie es vorliest. Ja, das wäre nice gewesen, auf jeden Fall. Cooper so weit. Ja, also ich will alles hören. Nee, aber es ist keine Anklageschrift vom verstorbenen Harold. Es ist eine Seite oder zwei Seiten irgendwie aus Loras geheimen Tagebuch. Was dann. Genau, also, der. Also, rekapitulieren wir nochmal. Laura hatte ein Tagebuch, dann hatte sie ein geheimes Tagebuch, was sie dann bei Mr. Orchideen-Guy versteckt hat. Und der hat dann auch nochmal ein geheime... Dann gab es quasi noch einmal eine geheime Seite aus dem geheimen Tagebuch. Uff, ey. Also man kann es auch in die Länge ziehen, Leute. Klingt wie so eine extrem unnötig lange Fetch-Quest. Ja, genau. Ja, aber immerhin haben wir jetzt für die beiden Tage vor ihrem Tod, ich glaube der 22. und 23. Februar, eine, naja, wie sagt man, relativ gute Abhandlung. Ja, ja. Wir erfahren etwas. Nämlich das, also das, was sie beschreibt, einen Traum von sich. Und wir checken dann, den Traum kennen wir. Das ist nämlich der Traum von Cooper gewesen, wo er irgendwie uralt gewesen ist und dann der Zwerg da getanzt hat und dann Laura ihm damals hier zugeflüstert hat, wer sie gekillt hat. Genau. Das ist schon creepy, muss ich sagen. Ja, es ist dann ja auch irgendwann, glaube ich, ich weiß nicht, in der nächsten oder übernächsten Folge darum, dass sie den gleichen Traum hatten oder so. Ja, ist ja jetzt, dass sie den gleichen Traum hatten. Genau, ja, aber irgendwann, ach so, genau, das ist in der Szene, alles gut. Ich bin ein bisschen verwirrt. Laura in Anführungszeichen droppt dann halt noch, dass Bob sich eigentlich nur vor einem einzigen Mann fürchtet und das sei Mike. Genau. Also, okay, dass er Angst vor ihm hat, das wussten wir noch nicht, aber dass die beiden, also das hätte ich jetzt noch nicht als große Revelation angesehen. Ich denke so, ja, okay, wir wissen sowieso, dass wir Mike brauchen, um Bob zu finden, also gut. Aber dann. Dann kommen endlich die großen Enthüllungen. Oder beziehungsweise ist die große Enthüllung dann jetzt schon? Ich glaube, ja, oder? Ah, nee, Quatsch, das kommt erst nachher. Also jetzt kommt, glaube ich, nur noch, also am 23. Februar hat sie dann irgendwie nur noch darüber gesprochen, dass irgendwie Bob von ihr Besitz ergriffen hat und dass sie irgendwie den Selbstmord vorzieht, um ihn aus ihr zu verdrängen oder irgendwie sowas. Ich glaube, ein ganz klein bisschen anders. Ich glaube, Bob hat noch nicht von ihr Besitz ergriffen, sondern Bob will unbedingt von ihr Besitz ergreifen. Und, oder so, ja. Und bevor sie das weiter zulässt, würde sie den Tod vorziehen. Ja.
für Coop ist es dann dementsprechend relativ obvious, dass er zum Einarmigen muss. Genau, genau. Und da gehen wir jetzt auch direkt gehen wir dahin. Ja, die Folge macht keine Gefangenen. Die Folge macht diesmal bis auf ein, zwei Ausnahmen keine Gefangenen. Ja, genau. Cooper ist am Krankenbett von Mike. Ich glaube, hier Doc Hayward ist auch dabei. Ja, der ist huscht da so rum, ne? Mhm. Und Cooper will jetzt wissen, hier, komm, Bob ist wieder am Start hier, der killt wieder Leute. Bitte jetzt sag einfach, also mach jetzt bitte was oder sag mir, was ich tun soll, damit ich den Typen kriege. Ich finde, man merkt in dieser Folge die ganze Zeit, dass jetzt hier Druck am Start ist und dass sie jetzt endlich vorankommen müssen. Da haben sich ein paar Leute wehrt. Das geht so langsam vorwärts. Nee, und Mike, oh, ich habe mir nur aufgeschrieben, dass er halt dann am Ende seiner Erzählung auf den goldenen Kreis kommt. Und Mike erzählt irgendwie so, wenn Bob und er gemordet haben, dann war das ein perfektes Zusammenspiel aus Verlangen und noch was anderem, was ich vergessen habe. Ja, ich glaube, irgendwie sowas wie Begierde und Befriedigung, irgendwie sowas. Ja, 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 genau, ich glaube, das war's. Und das wäre wie ein goldener Kreis gewesen. Und ja. Cooper schlussfolgert dann etwas, was ich schon absolut, also zu 100% vergessen hatte. Dass sein Ring weg ist. Stimmt, Cooper hatte einen Ring und der Giant hat ihm den einfach abgezogen. Ist jetzt meiner. Ist jetzt meiner. Geht jetzt auf eBay. Und ich muss sagen, um den Reveal jetzt mal kurz vorwegzunehmen, weil ich glaube, das ist ganz sinnvoll, das hier zu erwähnen. Mike spricht von einem goldenen Kreis, aber irgendwie ist der Ring von Coop nicht Gold. Ja, stimmt, der war eher so Messing, silbermäßig. Ja. Das fand ich dann im Verlauf der Folge noch interessant, weil ich dachte, hätte jetzt ja gar nicht Gold. Ah, Kontinuitätsfehler, ey. So, Bob, also Coop sagt dann so, wie mein Ring, den hat der Riese mir geklaut, einfach so dreist, während ich angeschossen am Boden lag. Voll der Arsch. Gleich leiderer. Ist so. Und dann sagt Michael, dass Bob und er den Riesen kennen. Und dass Cooper den um Hilfe bitten muss. Und, also, okay, ja, ich hinterfrage das jetzt nicht groß, aber wenn der Riese dafür zuständig, also wenn der Riese Cooper sagen kann, also wenn er ihm quasi die Erinnerung zurückgeben kann, was Laura im Traum damals zu ihm gesagt hat, warum um jeden Fick in der Welt hat der Riese das nicht direkt getan? Das ist in der Tat auch eine sehr gute Frage. Ich habe keine Antwort darauf. Also, als ob sie da irgendwie zwei Figuren ineinander gebaut hätten. Also, ich hätte keine, also ich will mich jetzt da nicht über Mr. Lynch irgendwie im Schreiben irgendwie erheben, aber ich hätte dann gedacht, dann müssen sie halt sie müssen jemand anderen um Hilfe bitten, eine andere seltsame Black Lodge-Identität oder was weiß ich, was anderes als den Riesen, weil der Riese, der hilft Cooper schon. Ja, ich weiß nicht mehr, wie die Szene war, wo er ihm den Ring klaut. Er sagt doch dann auch irgendwie, er muss irgendwie diese drei Rätsel lösen. Ja, aber wenn der Riese sowieso ihm die Lösung geben kann, warum muss Cooper dann die fucking Rätsel lösen? Warum sagt der dumme Riese es ihm nicht einfach? Ja. Ja. Scheinbar macht man das so in der Black Lodge. Ja. Also Langeweile. Ja, den ganzen Tag und ja. Das wär in der Tat eine Sache, die ich akzeptieren könnte. Diese komischen Wesen, die existieren da seit Anbeginn der Zeit und machen sich da einfach nur einen Spaß draus, irgendwie mit den Menschen da irgendwie kleine Spielchen zu spielen. Würde ich akzeptieren, wenn das so der Kanon ist.
Aber also, das war bei dem Kanon bislang. Ja. Oder zur Zeit. Jedenfalls, dann, ich nehme an, als Cooper dann aus dem Krankenzimmer, also, das ist ein Zimmer im Great Northern, denke ich, und als, ich nehme an, als Cooper dann auf, da rausgeht auf den Flur, dann trifft er da den, den uralten, Zimmerservice-Guy. Genau, der, ist der jetzt eigentlich der Riese in der Realität? Ja, also er, also wenn ich das richtig interpretiert habe, dann ist der alte Typ für den Riesen das, was der, was Mike für den Zwerg ist. Okay. Ja, ich dachte nur so, haben sie ja, also er hat nicht lange gebraucht, um ihn zu finden. Ja, ja, genau, aber Cooper ist anscheinend noch nicht so weit. Nee, er hat es noch nicht verstanden, nee. Der alte Mann stolpert da so ein bisschen rum und erzählt, also er hat ein Tablett in der Hand mit einer Milch, mit einem Milchglas drauf und sagt dann irgendwie, dass die Milch kalt geworden ist, weil Coop sie vergessen hat. Genau. Ja. Und dass sie aber wieder für ihn wärmer wird oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Ist das vielleicht irgendwie, er hat eine Spur verloren und die wird jetzt aber wieder wärmer, weil sagt man das nicht so ein bisschen so? Ja. Vielleicht ist das einfach so voller Diss. Von wegen, ja, ich war die ganze Zeit hier, warum hast du mich nicht gefragt? Na sein. Das ist sehr gut. Ja, das könnte auch sein. Und dann, genau, Cooper geht dann anscheinend einfach in den nächsten Raum, nämlich in Bens Büro. Da sind sie nämlich gerade dabei, das auseinanderzunehmen. Und da ist der dieser Polarfuchs, dieser ausgestopfte. Genau. Was ich noch, Albert kommt dann rein, glaube ich, und gibt ihnen das Ergebnis von Bens Blutuntersuchung. Genau, die jetzt noch nicht kommuniziert wird, aber ich glaube, gerade dieses Schweigen, also die gucken halt rein, aber sagen nichts. Ja. Das fand ich ganz interessant. Ja. Das natürlich auch schon auf was hindeuten könnte. Genau. Was ich noch ganz cool fand, im Hintergrund wird dieser riesige Schwertfisch oder was das ist, von Bens Wand genommen und weggebracht von den da anwesenden Polizisten. Es scheint irgendwie wichtig gewesen zu sein, ja, Beweismittel also, oder was. Also hier Tatort und alles und Beweismittel untersuchen und alles ja schön und gut, aber diesen riesigen ausgestopften Fisch, okay, also ich bin kein Kriminologe. Wenn ihr meint, ihr könnt da was rausfinden, macht mal. Ach Gott, apropos Kriminologe. Wir kommen zum besten Kriminologen von Twin Peaks. Ja, der Whodunit-Plot quasi. Oh, ja. Sehr gut, fantastisch. Das ist der Nebenplot, wo ich mir gedacht habe, Leute, muss das jetzt, also hat's den jetzt in dieser Folge gebraucht? Ja, lustigerweise wird der ja dann auch irgendwie an den Hauptplot angeschlossen. Ja, aber das hätte man genauso gut auch machen können ohne. Also, ja. Also worüber reden wir? Wir sind im Polizeirevier und bei Andy und Lucy. Und da wird genau. Es wird anscheinend gerade eine neue hier Feueralarm-System installiert. Ja, so ein Rauchmelder mit Sprenkleranlage, ne? Genau, genau. So. Und dann, Lucy ist halt da und dann Andy. Die unterhalten sich halt über Andys Spermien. Genau. ich fand's ehrlich, also von dem komischen Humor, den sie jetzt in Staffel 2 immer drin haben, fand ich das natürlich tatsächlich noch, es war in Ordnung, dass der Installateur von der von dem Rauchmeldergedöns, der steht da die ganze Zeit daneben auf so einer Leiter und montiert das da oben und hört und wird ungewollt Zeuge dieses Gesprächs, was da direkt neben ihm stattfindet. Das war ganz okay. Das war ganz lustig.
Ja, von wegen, ich meine, vor allem, wenn die beiden über einfach die ganze Zeit nur über irgendwelche Spermien sprechen, die jetzt funktionieren oder nicht. Ja. Das ist schon ein bisschen schräg, auf jeden Fall. Ja. Und ja, dementsprechend guckt er halt auch ein bisschen seltsam und verwirrt, Genau glaube ich. so. Es geht natürlich darum, ob Andy jetzt der Vater von Lucys Kind ist oder halt Dick. Ja. Also, wie heißt er wirklich? Richard, vermutlich. Dick, also Dick ist normalerweise die Kurzform für Richard, for some Ach reason. echt? Oh, das Ja, wusste ich ja. gar nicht. Ja, Aus irgendeinem Grund wird Richard mit Dick abgekürzt. Ich weiß auch nicht warum, aber. okay, mal wieder was gelernt. Ja, und Andy ruft ihn dann Ja. an, möchte die Angelegenheit klären, hat erst ein ziemlich großes Maul Ja. und ja, wird dann ganz klein und fragt, wenn es okay ist, wenn sie Zeit haben und Ja. wenn sie es Ah. einrichten können oder irgendwie sowas. Ja, und ist dir Lucy aufgefallen? Ja, siehst du. Ja, also die ganze Zeit, während er als Andy da wirklich mit Eiern aus Stahl da zum Hörer greift und dabei Richards Arbeit anruft, um ihn zu sprechen, wenn man sich da Lucy anguckt, uiuiui, da brechen aber alle Dämme im Schlüpper. Ja, zeig's ihm Ja, dann. genau. Und dann so, ah, oh, er ist doch nur ein Schlappschwanz. Also ich bin Lucy aus der Storyline heraus echt nicht sympathisch, muss ich einfach mal Nee, sagen. irgendwie nicht so ganz, nee. Ich meine schon damals, als sie da Cooper irgendwie erzählt hat, so was sie so an Dick toll findet und an Andy dann nicht. Das war doch die oberflächlichste Scheiße, die man sich vorstellen konnte. Hat Kohle und schöne Klamotten. Ja, und ist so. Ich denke mir so, wow, Lucy. Lucy, echt toll. Du hast einen tollen Charakter. Wirklich, von dir würde ich gern echt mehr erfahren. Wow. Ja, gut, vielleicht ist sonst auch einfach nicht so viel im Kopf drin. Ja, das kann ja gut sein. Ja, aber jetzt kommen wir zumindest zu der Szene, die wir eben schon so halb angeteasert Oh ja, genau. Ben sitzt nämlich unten im Knast und bekommt Besuch. Yes, Tochamura kommt rein Ja. und Und möchte die Vertragsunterzeichnung für das Ghostwood-Projekt über die Bühne bringen. genau. Ich kann verstehen, dass Ben da ein bisschen zögerlich erstmal ist. Auch wenn Ben ein ganz seriöser Geschäftsmann wäre, wenn ich gerade in Untersuchungshaft im Knast sitzen würde, dann kommt da einer und will, dass ich da diesen Vertrag unterzeichne, dann würde ich auch sagen, Digga, wenn überhaupt, dann geh bitte zu meinem Notar oder zu meinem Anwalt oder zu meinem Geschäftspartner oder sonst was. Ich habe gerade ganz klar andere Dinge im Kopf. Und so in etwa sagt er, also er sagt dann halt so, ja, hier geht nicht, da gibt's noch irgendwie so Dinge und bla und blub. Und dann kommen wir zu dem Reveal. Das Totschlagargument im Endeffekt auch für Ben. Ja, es ist tatsächlich ein Reveal, wie ihn Quentin Tarantino nicht besser hätte in Szene setzen können. Ja, ich hab mir auch gedacht, so von wegen, oder hat er sich ein bisschen mal abgeguckt? Ja. Wir wissen jetzt, Denn. wenn der gute Quentin Twin Peaks geguckt hat, dann wissen wir jetzt, was seine Lieblingsfolge ist. Denn Totamura zieht sich natürlich einen Schuh aus Ja. und man sieht auf einmal roten Nagellack und der Fuß wandert so langsam zwischen die Gitterstäbe in die Zelle hinein. Und Ben checkt natürlich sofort, oh, das ist gar kein alter Japaner, Ja. der Nagasaki überlebt hat oder so. Ich glaube, seine Eltern haben Nagasaki überlebt, sondern Catherine. Ja. Den Nagellack, den erkenne ich so überall. Ja, und die Szene an sich finde ich eigentlich super, weil Catherine Ja. dann eigentlich nur darauf anspielt, ihn fertig zu machen. Und er küsst ihr dafür die Ja. Füße. Gut, er weiß natürlich auch, dass sie ihm im Endeffekt das Alibi geben kann, was er braucht. Genau.
Aber ich finde die Szene trotzdem sehr lustig. Also, man sieht halt, dass er, glaube ich, doch so dominant wie er vielleicht als Typ oder als CEO von was weiß ich hier ist, Horn auch irgendwie, Enterprises. glaube ich, ganz gerne dominiert werden möchte. Ja, vielleicht. Oder dass er halt, sobald mal irgendwie, sobald er mal in Schwierigkeiten kommt, dass er halt einknickt wie sonst was. Und jemandem literally die Füße küssen Ja, würde. ja, Ja. ja. Genau. Ja, er bittet sie halt dementsprechend auch um das Alibi für die Nacht, in der Laura umgebracht wurde. Und ja, Catherine sagt dann, ja, können wir machen, aber gib mir die Unterschrift für Ghostwood. Und das Werk. Und das Werk, genau. Ja, beides. Ja, Ben willigt ein. Ja, und da ist, glaube ich, da ist ein kleiner Fehler von Ben drin. Okay. Weil, also von der Taktik her, klar, der ist gerade nervlich ganz am Ende, deshalb kann ich es nachvollziehen, aber ihm muss ja schon durch die Ansage von ihr klar gewesen sein, dass sie seine Existenz jetzt von nun an absolut zur Hölle machen will. Dass er sich nicht Ja, drauf das hat sie verlassen. halt gesagt. Ja, das hat sie gesagt. Vor einer Minute. Und sich jetzt so darauf zu verlassen, dass die das auch tut, sobald er unterschreibt, ist schon ein bisschen. Ah. Er hätte einfach sagen können, okay, ich unterschreibe jetzt für das Werk und Ghostwood kriegst du, sobald du ausgesagt hast oder irgendwie sowas. Stimmt. Weil, naja, es kommt ja genau so. Ich meine, er unterschreibt da alles und sie sagt dann so, ja, fick dich. Und haut Ja, ab. ich schau mal, ob ich dir ein Alibi gebe oder nicht. Ja. Ja, Und mit anderen Worten, also nein. Also. wahrscheinlich war Ben so perplex und so froh, dass sie doch noch lebt. Naja. Ja, okay, ja. Einen schwachen Moment erwischt. Ah, jetzt, und jetzt kommen wir auch zu so Szenen. Jetzt wird's interessant. Nächste Szene fand ich auf jeden Fall ziemlich unangenehm. Ja, das war uff. Nämlich, also wir sind wieder Donna. Das ist schon unangenehm genug. Aber sie ist jetzt bei Ja, vor allem wieder Lilith. mit Kippe. Ja, genau, mit riesiger Sonnenbrille und Kippe. Boah, mit der Kippe, da habe ich gleich noch was zu sagen hier. Okay. Jedenfalls, Donna ist bei Leland. Da sollten eigentlich schon mal hier alle Alarmglocken anläuten, denn wenn es einen Ort gibt, wo sich junge Frauen aktuell in Twin Peaks nicht aufhalten sollten, dann in der Nähe von diesem Typ. Vielleicht bei Palmas zu Hause ist nicht so gut. Nee, Ja, es ist so eine No-Go-Area aktuell. Oh Gott, ja, sie bittet Leland nämlich, Maggie etwas zu schicken. Oder Maddie, etwas zu schicken. ja. Nämlich eine Audiokassette. Was ist denn auf dieser Audiokassette drauf? Keine Ahnung, vielleicht der Abend, wo James irgendwas gesungen hat, oder? Nee, er spielt Gitarre und die singen, Ja, oder? genau, das war da drauf. Ach, stimmt, das haben die ja wirklich aufgenommen. Ja, das sagt sie ja jetzt auch in dem Augenblick. Nein. Doch, und ich denke mir Tu so, nicht diesen. nein, nein. Das Ja, gar. wäre Leland nicht von Bob besessen, das wahrscheinlich einfach direkt wegschmeißen soll. Aha. Ja, ich hab's weggeschickt. Wäre das nicht das, also es wäre mega cheesy, aber wäre das nicht das absolut Geilste, wenn dadurch Bob am Ende besiegt wird, indem sie ihm dieses Scheiße anhören lassen und das absolute Böse hält das einfach nicht aus. Wahrscheinlich. Und dann, ach ja, die Sonnenbrille, das war ja früher Loras, glaube ich, gewesen. Genau, die hat sie irgendwie von, also Laura hatte die von Maddie. Nee, andersrum. Maddie hatte sie von Laura und Genau, Donna hat sie von Maddie. So. genau. Und Leland fühlt sich durch diese Sonnenbrille an Laura erinnert. Plus leicht erregt. Oh Wahrscheinlich. oh. Ja. Er fasst sie halt quasi in der Szene auch schon beinahe an. Ja.
Und genau, und dann zündete sich die Fluppe an. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, Donna, bist gerade in einem fremden Haus. Wenn du unbedingt qualmen willst, dann frag vorher, du blöde Kuh. Weißt du? Ja gut, ich meine, vielleicht war das zu der Zeit und in Twin Peaks damals vielleicht noch normal, aber es ist schon ein bisschen arrogant, ja. Wenn hier einer bei mir reinkommen würde und würde ungefragt sich einfach ein Zigarillo anmachen, der könnte sich was anhören. Bitte gehen Sie. Können bitte draußen auf dem Weg nach Hause, können Sie weiter rauchen. Ah, nee, dann... Ah, ja, stimmt. Donna erzählt Leland dann vom geheimen Tagebuch. Ja, von dem Bob scheinbar bislang nichts wusste. Genau, und dem geht der Arsch dann direkt auf Grundeis. Wow, fuck. Oh, scheiße, die Cops haben mich gleich. Ist aber auch sehr lustig, dass so eine unfassbar böse Entität wie Bob dann von sowas aus der Fassung gerät, aber gut. Ja, das ist sowieso, also können wir nachher vielleicht noch drüber sprechen, ist das jetzt, also ist das im wahrsten Sinne des Wortes Bob? Oder ist das ein von Bob beeinflusster Leland? Ja, ist richtig. Das ist natürlich immer die Frage. Also. Du hast natürlich, du hast recht, wenn das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes wenn der Körper von Leland in dem Moment wirklich nur eine Marionette ist und die Person, die da sieht, fühlt und spricht, ist das personifizierte Böse, dann würde ich dir recht geben und das wäre diesem Wesen etwas, wäre dem irgendwie nicht würdig, so ein Verhalten. Das stimmt schon. Ja, deswegen. Ja, deshalb bin ich auch ehrlich gesagt der Meinung, dass, auch wenn das ein bisschen im Widerspruch zu dem steht, was Leland nachher erzählt, dass Bob nie die, im wahrsten Sinne des Wortes, völlige Kontrolle hat. Also keine direkte Kontrolle. Wahrscheinlich nur so ab und zu halt mal ausbricht, ne? Ja, stimmt. Also er kann es, das kann ja passieren, wie wir später sehen. Stimmt ja. Aber in diesen normalerweise glaube ich nicht. Aber Bob taucht hier tatsächlich auch auf, denn wir kriegen wieder eine süße Leland-Bob-Spiegel-Szene. Genau. Ich frage mich gerade nur, wann die Nummer kam. So wie ich es mir aufgeschrieben habe, nachdem Donna von dem Tagebuch erzählt hat. Genau, dann steht er doch da irgendwie vom Spiegel und bekommt diesen Anruf von Maddys Eltern, dass Maddie nicht zu Hause ist. Ja, ne? Stimmt, das kommt ja dann auch noch. Genau. Und genau. Und da steht Leland dann quasi vor dem Spiegel und man sieht in der Spiegelung wieder, dass Bob halt präsent ist. Und er bringt Donna dann eine Limonade, wie er sagt. Und ja, sah ja aus wie O-Saft. Also, hier, nee. Ja, ich hab mir ja auch aufgeschrieben, die Limonade der 80er war noch sehr viel trüber als heute. Weil das sah mir eher so nach naturtrüben Apfelsaft aus. Ja, so Multivitamin oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ja, und dabei berührt er sie, glaube ich, quasi fast von hinten, so ihre Haare oder so. Ja, der schmiert sich gerade in der gesamten Szene schmiert er sich ab einem bestimmten Zeitpunkt die ganze Zeit nur noch an Donna ran und es ist sehr, sich das anzugucken. Ich finde es vor allen Dingen in dem Fall noch lustig, dass Donna gar nicht sagt, von wegen, oh, das ist mir gerade ein bisschen so unangenehm, ich gehe jetzt lieber. Ja. Weil bislang findet sie es, glaube ich, noch nicht verwunderlich. Ich glaube, es war ihr schon nicht so ganz geheuer so die ganze Zeit, hatte ich zumindest den Eindruck. Aber ja, sie hätte einfach sagen können, ja, okay, danke, dass sie es ihr schicken. Tschüss. Ich gehe dann jetzt mal. Nee, aber
Genau, es gibt dann diesen Anruf von Maddies Eltern, dass Maddie immer noch nicht da ist und wie kann das denn sein, was ist denn da passiert und bla bla. Und Maddie kriegt schon direkt eine halbe Panikattacke. Donna kriegt eine Panikattacke. Und, ja, und Leland sagt dann, komm, lass mal das Tanzbein einfach schwingen. Dann wird ja genau, alles beste gut. Idee. Ich mache immer Musik an bei sowas, dann ist das alles vorbei. Ja, ich hätte gut gefunden. Er sagt ja so viel wie, weißt du, was mir immer bei sowas hilft oder irgendwie sowas, ne? Sagt er, ne? Ja, genau. Und dann, ich hätte es gut gefunden, wenn er gesagt hat, ich töte Leute. Was? Was? Genau, was? Ich habe nichts gesagt. Und und sie tanzen dann ein bisschen und dann auf einmal umarmt er sie in Anführungszeichen? Yep. Also, und spätestens das ist dann der Moment, wo Donner sich so denkt, Ja, ja. Und genau in dem Moment kommt der rettende Sheriff zu Hilfe, denn der klingelt an der Tür, um Leland abzuholen. Ja, genau. Er erzählt ihm halt von einem Mord und dass Leland da unbedingt anwesend sein muss. Und bei Donna schellen alle Alarmglocken. Und sie weiß im Endeffekt eh schon, was passiert ist. Ne? Naja, also da würde ich gleich, also in der nächsten Szene würde ich dazu gerne auch nochmal was sagen. Okay. Aber erstmal, aus welchem offiziellen Grund wird Leland geholt? Ach so, weil die Tochter, weil die Tote seine Nichte ist, nehme ich an, ne? Ich weiß gar nicht, ob Harry das genauso kommuniziert. Also in der Szene kommuniziert er es noch nicht. Und ich glaube, wir hören es auch nie so richtig, warum. Also wenn Leland irgendwie gesagt hat, ja, warum werde ich jetzt geholt, ob der dann was gesagt hat. Aber na gut, es ist irgendwie komisch. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt weiß Cooper ja sowieso, wer der Killer ist. Und ich glaube, alles, was dann passiert, darf man dann auch nicht mehr so haargenau nehmen, weil später als die Ben dann aus dem Roadhouse mitnehmen, dann sagt der Sheriff ja zu Leland, als sein Anwalt, kommen Sie bitte mit. Ja, ja, genau. Aber, also, okay, Sie wissen da, dass er es war. Aber jetzt, wenn man den Gedanken mal weglässt, Leland soll Bens Anwalt sein. Er wird angeklagt, Lelands Tochter gekillt zu haben. Leland selbst ist auch noch dem wird auch demnächst wegen Mord der Prozess gemacht. Würde das so funktionieren? Fragezeichen? Ich glaube. Selbst wenn Leland den Typen vertreten wollen würde, der angeklagt wird, seine eigene Tochter getötet zu haben. Dürfte der das? Ich meine, muss dann nicht immer so. Er ist der Verteidiger. Man muss eine weiße Weste haben, um seinen oder den Job in dem Fall ausüben zu wollen. Ne? Stimmt, aber. Das ist eine gute Frage. Ich meine, dann könnte er doch. Er könnte doch überhaupt nicht neutral sein. Oder beziehungsweise, man könnte doch dann nicht von ihm verlangen, für Ben, also Ben irgendwie zu verteidigen. Ja. Das wäre er dann als sein Anwalt, dazu wäre er ja verpflichtet. Und das kann man, also, wie gesagt, da ist alles sowieso ein abgekartetes Spiel ab dem Zeitpunkt. Aber es ist ein bisschen, ich glaube auch nicht, dass sie es anders gemacht hätten, wenn das nicht schon klar gewesen wäre. Ich glaube, in Twin Peaks hätten die es einfach so gemacht. Zumindest, ich glaube auch irgendwie, whatever. Die Leute haben ein paar komische Gepflogenheiten da. Ja, die nehmen das alles nicht so mit dem Justizsystem und gewissen Regeln, nehmen die das da alles nicht so ernst auf dem Land. Aber jetzt kommen wir, James nimmt es mit Regeln auch nicht so jetzt so ganz. Erstmal muss ich hier sagen,
James macht hier ein verdammt gutes Arnold Schwarzenegger Cosplay aus Terminator 2. Ja, stimmt, ein bisschen, ne? 3 Jahre vor Terminator 2, muss ich dazu sagen. Terminator 2 war 91. Oh. Ja. Und James Cameron so, ja, das brauche ich in meinen Film ein. Genau, der Typ da. Denn der hat genau den Stil. Aber nee, also wirklich. Also er hat ja auch die Maschine, wie er da drauf sitzt, die Sonnenbrille, so ein bisschen die Klamotten. Und er hat auch so ein kantiges Gesicht wie Arnie damals. Ja. ich habe sofort gesagt, oh, Terminator 2. Stimmt, jetzt, wo du es sagst, ja. Er trifft sich da irgendwo in der Pampa mit Donna. Und Donna hat schon absolut alternativlos gegessen, dass Maddie ermordet wurde. Ja. Also es gibt für sie keine Alternative. Es ist absolut sicher, dass sie tot ist. Und na gut, die Realität gibt ihr recht. Trotzdem würde ich anhand der Informationen, die sie hat, immer noch sagen, ist ein Glücksgriff gewesen. Ja, gut, das ist halt sehr viel gegessen, ne? Aber sie macht jetzt halt so dieses Cherry-Picking von wegen, oh Gott, der und der hat komisch geguckt, oh Gott, die und die ist nicht zu Hause angekommen, sie ist tot. Ja, genau. Oh, und James, der eskaliert direkt in die tiefste Depression hinein. Ja, scheinbar ist er immer noch nicht über Maddie hinweg und nimmt das alles sehr persönlich. Ja. Irgendwie den Komplex, dass er ihr hätte helfen wollen, aber weiß auch nicht wie, aber irgendwie ist es auch noch schuld und es ist alles egal. Ja, die Welt steht am Abgrund. Alles, was sie tun, ist sinnlos. Ja. Oh, und ich wollte ihm gern so links, rechts einfach mal eine geben, damit der Typ endlich mal in der Realität ankommt. Ja, gut. Und dann haut er ab. Und er haut ab. Womit auch vermutlich seine Donna interpretiert in die ganze Eskalation noch rein, dass er mit ihr Schluss macht. Genau, aber das sagt er quasi gar nicht. Auch eigentlich eine ziemlich arschige Sache, das dann nicht mehr zu sagen, von wegen, nee, ist nicht so. Oder ja, ist so. Stimmt, sondern einfach nur, ja, tschö, ne? Ja. Ich hab dir eben einen Ring geschenkt und gesagt, wir werden immer für immer zusammenbleiben. Ja, tschüss. So, der Typ, ey, macht mich einfach nur fertig, dieser Mensch. Oh Gott. Und, also, ist das jetzt schon, also fährt er jetzt quasi aus Twin Peaks raus und ist weg und erlebt dann da seinen tollen eigenen Nebenplot demnächst? Ich denke mal, ja, oder? Ich weiß es nicht. Also könnte ja sein, dass er jetzt einfach nur zu irgendeinem Spot fährt, wo er halt sonst immer rumsitzt und Depri guckt und dann vielleicht noch, dass das dann irgendwann nochmal später irgendwie passiert, aber boah, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, was mit ihm passiert, wenn er wieder zurückkommt. Ich habe auch keine Ahnung. Hoffentlich nicht so viel. In 25 Jahren sitzt er dann immer noch singend im Roadhouse zumindest. Stimmt. Ja, zumindest er kommt zumindest nicht weit weg. Ja, genau. Also sehr viel ändert sich in seinem Leben nicht. Aber apropos Roadhouse. Ja, es gibt da noch die eine ganz, ganz schöne Transition. Ja. Da sieht man so, ja, wie sich Wolken zusammenbrauen. Und, oh, okay. Ein bisschen dunkler wird. Oh. Und in der nächsten Szene ist es dann ja sogar auch am Blitzen. Ja. Da fand ich dann die Symbolik ganz, ganz nett. Ja, das stimmt. Aber und jetzt, also erstmal so eine generelle Frage zur nächsten Szene. Das Roadhouse, ne? Ja. Hat das geschlossen? Ich hab gedacht, die haben das extra dafür irgendwie präpariert, also weiß ich nicht. Die haben das beschlagnahmt, meinst du? Ja, so ein bisschen, so als keine Ahnung, wie das nennt. Ne, als auch Fläche, um irgendwas auszutragen. Vielleicht stehen auch die ganzen Leute draußen und warten, bis es fertig ist. Ja, genau. So, ey, wir wollen hier wieder unseren Depri-Rock hören und Bier reinpfeifen. Könnt ihr mal mit eurer Veranstaltung da weitermachen, bitte? Nee, also im Roadhouse. Ich habe echt gedacht,
ich konnte mich an das im Roadhouse nicht mehr erinnern. Ich wusste dann auch später in der Zelle unterm Polizeipräsidium, das wusste ich noch. Das Roadhouse hatte ich nicht mehr auf dem Schirm und deshalb war ich absolut perplex von der Ansammlung an Leuten, die sich danach jetzt nach und nach einfindet. Denn wir haben jetzt erstmal haben wir Cooper, Albert, Ben, der irgendwie Nüsse isst. Ja, genau, dem haben sie da so eine Schüssel an Knabberzeug hingelegt. Ich habe ja auch so, habe ich tatsächlich auch so eine Schüssel mit Erdnüssen vor mir. dann kommen noch rein Truman und Leland halt. Und dann später, eine Sekunde später, kommt auch noch so, for some reason, Big Ed. Der mit all dem so gar nichts zu tun hat. Und dann auf einmal kommt noch Major Briggs mit dem alten Knacker vom Hotel rein. Ja, und ja, vorher kommen noch Hawk, Bobby und Leo. Ja, Leo auch natürlich, ja. What the fuck? Und wie sich später herausstellt, mindestens die Hälfte von denen hat mit der ganzen Sache jetzt nichts zu tun. Ja, ich weiß auch nicht, wie Coop die jetzt irgendwie da genau zusammengetrommelt hat. Aber ja gut, also ein paar andere sind natürlich irgendwie verdächtig, jetzt Laura umgebracht zu haben. Ja, aber Leo und Bobby, warum sind die da? Aber Leo nicht auch mal unter Verdacht? Ja, aber ich glaube, den haben sie mittlerweile... Ja, ist ja schon raus aus der Geschichte, ne? Ja, ich glaube schon. Ach, keiner. Ja, oder Big Ed. Warum ist Big Ed da? Das Einzige, was der macht, ist, Cooper dabei zu helfen, die Stühle und Tische wegzuschieben. Da kann ja wohl auch der Sheriff oder Hawk machen. Ja, das ist richtig. Ja, Big Ed, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hatte der einfach nur keinen Bock auf Nadine und ist... Genau. Ja, tschüss, ich bin weg. Ja, Cooper, Harry, macht ihr heute Abend irgendwas? Ja, das ist eigentlich Top Secret. Ich bin dabei, ja. Vermutlich irgendwie sowas. Jedenfalls jetzt, also jetzt geht's los. Also jetzt geht die Folge off the rails. Genau, ja. Man könnte sagen, sie wird ein bisschen magisch. Ja, Cooper fängt nämlich an, so eine kleine Ansprache zu halten. Denn er zählt auf, worauf er sich als in seiner Position als Special Agent des Federal Bureau of Investigation so verlässt, um diesen Fall hier zu lösen. Und das sind seine Dienstanweisungen, deduktives Denken, tibetische Methoden, Instinkt und Glück. So, also, Dienstanweisungen, ja, sure. Deduktives Denken, ja, bitte. Irgendwie schlecht, ja. Tibetische Methoden. Da wir wissen, was diese Methoden sind, würde ich sagen, Cooper, du hast einen kleinen an der Waffe. So eine auf eine Flasche schmeißen. Ja, so an und für sich, tibetische Methoden, so wie er es da jetzt erzählt, kann ja alles heißen. Also es könnte auch einfach die Ermittlungsmethoden des berühmten tibetischen Kommissars Janjo Pacha sein, keine Ahnung. Instinkt? Ja. Kann man bestimmt gebrauchen in so einem Job? Ja, ist vor allen Dingen, glaube ich, in so einer Situation wie Twin Peaks ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ja. Und Glück? Weiß ich nicht, ob man sich als FBI-Agent, also ist immer gut, Glück zu haben. Aber ob man sich im wahrsten Sinne des Wortes darauf verlassen sollte, schwierig, würde ich sagen, in so einer Position. Ja, ich glaube, verlassen ist in dem Fall dann doch eher nicht so ganz angebracht. Ja, genau. Ich habe mich halt auf mein Glück verlassen, als ich da in diese Kleinstadt gekommen bin, um diesen Serienkiller aufzuspüren. Ne? Also 50-50 Chance, würde ich sagen. Ja, weiß nicht, ob sich das gut im Bericht so macht. Ne? Bei so einem Typ wie Cole. Also, ja, okay, kommen wir, wir verurteilen ihn. Ja, genau. Und, aber jetzt, unter diesen Umständen, muss er sich noch etwas anderem annehmen. Nämlich
Magie. Und ich weiß nicht, also wenn ich da so einer, wir haben ja eben aufgezählt, wer alles da ist, und ich würde mal sagen, der Unbeteiligste von all denen, würde ich jetzt mal auf den Standgreif sagen, ist Bobby. Weil ja. Leo vielleicht, aber der kriegt da sowieso nichts mit. Obwohl, aber der hat ja auch mit dem Mord tatsächlich ein bisschen was zu tun. Bobby ja, also der ist ja einfach nur, ich nehme an, der ist da, weil er für Leo zuständig ist. Könnte sein. Ja, genau. Beziehungsperson, ne? Ja. Und ich stelle mir so vor, Bobby so, ja? Der sitzt da jetzt so und hört sich diese Ansprache von diesem Typen an. okay. Ich gehe mal raus, ne? Also, könnt ihr ja mir Bescheid sagen, wenn ich den Typ hier wieder wegrollen soll, ne? Ich gehe dann jetzt mal. Geht zu den anderen Leuten, die draußen warten und Bier trinken. Genau. ja, ich finde den Kommentar, den Ben dann irgendwie ablässt, halt sehr lustig, weil er meint dann, glaube ich, so, sollen wir die Gebetsmühlen drehen oder irgendwie ja, sowas. Ja, stimmt. Er hat halt einfach voll keinen Bock auf die Scheiße. Ja, hätte ich aber auch nicht. Nee. Ja, genau. Und dann kommt halt noch, Major Briggs und der alte Kellner rein. Genau. So, und jetzt eskaliert's. Also, sobald der alte Kellner da ist und in Kontakt mit Leland kommt, dann geht er ab. Denn der alte Kellner gibt Coop dann noch so ein Kaugummi. Und Leland sieht das und er sagt dann, oh, diesen Kaugummi kenne ich, der sieht aus wie meine, der sieht aus, genau. Der heißt so wie meine alte Lieblingsfernsehsendung. So, und also, da bin ich echt nicht mehr klargekommen. Weil, damals, das war ja nur so eine Sache, die der Zwerg ihm damals erzählt hat. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt noch so richtig zusammen. Denn das war so ein Ding, was er gesagt hat und was im Untertitel stand. Ja. Und vielleicht habe ich das vollkommen falsch in Erinnerung, aber wir sind damals, glaube ich, zu der Einsicht gekommen, dass das irgendwie ein riesen Übersetzungsfail ist oder dass GAM irgendwie sowas wie Fernsehsendung slangmäßig heißen könnte, weil ich glaube, er sagt GAM, aber im Untertitel stand dann irgendwie so Fernsehsendung. Ich glaube, ja, so war das. Ich bin gerade am Suchen, weil das kam mir irgendwie auch so vor. Also ich kenne den Satz halt. Ja. Weil der wurde doch, glaube ich, damals auch genutzt, um Staffel 3 anzuteasern, ne? Ich weiß nicht, hat David Lynch den nicht sein. Irgendwie benutzt? Irgendwie sowas. Würde sich natürlich anbieten mit Fernsehsendungen und dass die alte Lieblingsfernsehsendung wieder in Mode kommt. Kann gut sein, habe ich jetzt nicht mehr so. Verzeihung, habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Lass mich mal ganz kurz gucken. Weil, wie mega freakig wäre das denn? Also, wenn es dann, also, dann geht es ja nicht um GAM im Sinne von, dass das tatsächlich ein Slangwort für Fernsehsendung wäre, sondern dann geht es um sprichwörtlichen Kaugummi und gleichzeitig wird in metamäßig im Untertitel das mit Fernsehsendung übersetzt und dann zusammen mit dem, was Leland jetzt hier, also, Mein Brain hat tatsächlich da eine leichte Explosion veranstaltet, als ich das gehört habe. Weil, wow, das wäre ein Metern, wie man es selten erlebt hat. Lass mich ganz kurz gucken. Leo hat jetzt einen Blocker drin. Boah, oh. Jetzt kann ich mich da nicht mehr anmelden. Na. Ah, da. Doch, jetzt geht's. Moment. GAM. Gummi, Gummiharz. Klebstoff. Blaugummibaum. Zumindest jetzt so.
Auf Anhieb würde ich nicht sagen, dass es damit irgendwas zu tun hat. Okay, weil das war damals unsere Vermutung. Ja. Weil wir es uns halt nicht anders erklären konnten, warum da quasi in der Tonspur das eine gesagt wird und im Untertitel etwas wirklich vollkommen anderes. Mhm. Und das wäre jetzt wirklich ein Kunststück, ja, geradezu. Ab diesem Moment, dann hat der Typ, der in der Sendung, in der Folge in der Postpro saß, hat er gesagt, okay, jetzt ist meine Stunde. Jetzt greife ich nach den Sternen. Jetzt lasse ich meinen Künstler raushängen. Jetzt kommen die Effekte. Alles, was... Wer weiß, was für eine Software das damals war, mit denen sie das gemacht haben. Adobe 1989. Adobe Premiere 1989. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das damals schon gab, aber who knows. Erstmal, ich habe hier auch in Caps Lock habe ich mir aufgeschrieben, Standbilder und Blitze. Denn wir sehen, glaube ich, ein Standbild von jeder Person, die irgendwie anwesend ist. Ja, so in etwa. Hm? Oder manchmal auch doppelt, aber also ganz schräg auf jeden Fall. Wo man sich, also vor allen Dingen, weil das vorher irgendwie noch nie passiert ist in der Serie. Ja. Und dann auf einmal so, ja, jetzt aber hallo, hier. Wirklich fantastisch. Wirklich, also ganz, ganz großes Kino, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme mal an, das ist so dieses Standbild, so jetzt der, darauf verwiesen werden soll, wir bewegen uns gerade in eine andere Sphäre rein. So, irgendwie für Cooper, ich nehme mal an, für Cooper passiert jetzt gerade alles. Und die Zeit ist quasi eingefroren. Genau, ja. Das ist wahrscheinlich so ein Flash. Genau. Nicht Flashback, aber so, ne? Genau. Wie wir es auch. Ist ja, glaube ich, auch am Ende der letzten oder vorletzten Folge hatten, auch im Roadhouse, als Maddie ermordet wurde. Da kam ja auch ist die Zeit eingefroren und dann ist Cooper der Riese wieder erschienen und hat hier. Gesagt hier, es passiert erneut oder so ähnlich. Ja, stimmt, genau, ja. Und ja, der Riese kommt jetzt nämlich auch wieder. Sehr, sehr gut gemacht, ploppt, materialisiert er sich vor Cooper und gibt eben seinen Ring wieder, beziehungsweise lässt den einfach, er gibt ihm nicht, sondern er lässt ihn irgendwie sich materialisieren und dann fällt der Ring zu Boden. Ja, ihr Statement-mäßig lässt er ihn einfach vor Cooper fallen. Nicht der Mic-Drop, sondern der Ring-Drop. Der Ring-Drop, genau. Das ist auch das, was dieser andere Typ gemacht hat. Sauron, ne? Der hat auch so einen Ring-Drop gemacht. Genau, ja. Ja. genau, aber vorher erzählt Laura Coop in seiner alten Form ja noch. Natürlich! Wie konnte ich das denn jetzt vergessen? Vater sie umgebracht hat! Ja! Bam, Reveal! Das kann man ja auch mal dann einfach vergessen, ne? Wie Cooper es damals gemacht hat. Boah, ey, Cooper, du Spacken, ey. Ach, der war das? fuck, natürlich! Hätte Cooper machen sollen, als er wieder aus der Trance herauskommt, so. Wie dumm bin ich denn? Am besten noch so, es war ihr Vater. Was? Genau, ja. Also den ganzen, er ruiniert quasi das gesamte Plot, dass sie sich dafür später überlegt haben, indem er einfach so vor versammelter Mannschaft sagt, war ihr Vater, ach scheiße. Übrigens, mein schlimmster Albtraum, wenn ich jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe und irgendeinen Film sehe, wo ich denke, dass ich will keine Spoiler hören, dass mir Leute entgegenkommen, die schon in dem Film waren und dann sagen, ich habe gar nicht gedacht, dass der und der das und das macht. Und ich, ja, stimmt. Ich war dann immer so super angestrengt weg. Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja, klar, das kann passieren. Gott, jetzt machst du das auch die ganze Zeit. Ja, vermutlich. Nee, genau. Also Cooper weiß jetzt, was Sache ist. Ja. Und unter dem Vorwand, dass Ben jetzt ins Büro des Sheriffs geleitet werden soll,
wird Leland dementsprechend mitgenommen, weil er ja sein Anwalt ist. Genau, das hatten wir eben schon thematisiert. Sie nehmen ihn vermutlich nur mit, weil er halt, weil sie es möglichst unauffällig machen wollen. Genau. Aber ja. Unsere Vermutung ist auch, sie hätten ihn auch einfach so als seinen Anwalt mitgenommen. Einfach so. eloquent wie ja, je. So oder so wäre es gleich gewesen. Nur das, was jetzt gleich wird, vermutlich nicht. Ja. Und erneut vermutlich alle Unbeteiligten, also so Big Ed und Bobby. Ich meine, weil die haben ja das Ganze jetzt mit dem Riesen und dem alles und alles nicht miterlebt, ne? Das, was für die gerade passiert ist, ist, die sind dahin zitiert worden. Cooper hat so eine komische Ansprache gehalten. Dann kam Bobbys Dad mit so einem uralten Sack rein. Der hat mit dem einen dann irgendwas mit über der Kaugummi und Fernsehsendung kurz gesagt. Dann hat der Cooper irgendwie komisch geguckt und dann hat er gesagt, ja, wir gehen jetzt wieder. Ja. Also, ich finde, das sollte man auch noch mal so sich durch den Kopf gehen lassen. Und alle so, What the fuck? Also ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, aber das wäre wieder so ein Punkt gewesen. Das gab es schon in den vorigen Folgen immer wieder. Aber es kommen immer wieder so Punkte, wo es sehr gerechtfertigt wäre, dass man irgendwie beim FBI-Headquarter, was irgendwie für die Region da zuständig ist, anruft und sagen, bitte holen Sie hier Ihren Hampelmann ab und schicken Sie uns bitte jemanden Vernünftigen für die Ermittlungen. Danke. Ich möchte mich beschweren. Ja, genau. Ja gut, aber zumindest geht Coops Plan auf. Ja, klar, genau. Ja. Also sie gehen dann ins Polizeirevier. Ben soll dann unten in die Verhörzelle gebracht werden und dann in dem guten alten Gefangenen-Switcheroo. Ja, genau. In dem Moment, als geh doch mal rein, ach nee, bleib mal kurz stehen und du, jetzt gehst du da rein. Genau, irgendwie, sie machen die Tür auf und dann schubsen sie irgendwie Leland rein und machen die Tür schnell zu. Ja, Bob ist scheinbar irgendwie, ja. Und ab dem Moment übernimmt dann Bob direkt. Genau, ja. Vermutlich. Wahrscheinlich 95% oder so. Ja, weil der Leland fängt dann an, da so rumzubrüllen, gegen die Wände zu schlagen, wie so ein wild gewordener Affe. Genau, der ist auch so am, wie nennt man das, was Affen machen? Am Grölen? Ja. Kommt auf den Affen an, ja. Ja, gut. Er brüllt wie ein Orangutan. Genau. Cooper sagt dann so irgendwie im Sinne von, ja, unsere die Träume haben mich noch nie im Stich gelassen oder irgendwie sowas sagt er. Und dann sagt Cooper, Cooper hat das mit den Träumen gesagt und Harry sagt dann so, ja, vor Gericht kommen wir damit aber leider nicht weiter. Und dann denke ich mir so, ja. Danke, Harry. Danke, dass du ein bisschen Vernunft in die ganze Geschichte immer noch mit reinbringst. Und dann kommt dieses Verhör. Das Verhör, wo Hawk mit einer Knarre auf Leland zielt. Weil es geht da um ein, Cooper sagt es ja dann, ein Geständnis. Und genau. Entschuldigung, Cooper. Aber dieses Geständnis, was ihr euch gerade holen wollt, wird im wahrsten Sinne des Wortes unter vorgehaltener Knarre abgegeben. wenn sich Leland auch nur, also wenn es zu einem Gerichtsverfahren gekommen wäre und Leland sich einen Anwalt genommen hätte, der auch nur einmal im Jurastudium aufgepasst hat, dann könnt ihr euch dieses Geständnis um die Ohren pfeffern und euch damit am Klo den Hintern abwischen. es hätte nichts zu sagen, weil Hawk steht da einfach wirklich direkt vor Leland und zielt mit seinem Revolver auf ihn die ganze Zeit. Und das ist so geil. Aber zumindest Leland scheint es nicht sonderlich zu stören oder halt dementsprechend Bob. Ja. Und der grinst nämlich nur blöd und guckt ein bisschen manisch durch die Gegend und brüllt weiter wie ein Affe. Ja, weil da hatte ich eher so, da
glaube ich, ist er eher so in Richtung Wolf gegangen mit seiner Interpretation. Ja, kann auch sein, ja. Oh, und hier muss ich mal, bevor wir zum Inhalt von diesem Gespräch kommen, muss ich auch einfach mal sagen, Ray Wise, der Schauspieler von Leland, Alter, der ging hier aber auf 130%. Der war ja, so geil in dieser gesamten Szene. Ja, wo der irgendwie in den Episoden davor immer nur so. Ich finde, er verkörpert es halt schon sehr cool. Ja. Dass er auf einmal halt wirklich so total am Abspacken ist, weil man ihn vorher ja eher so als der zurückhaltenden, vielleicht ein bisschen verschrobenen oder seltsamen, alten Typen kennt. Mhm. Und dann auf einmal ist er da so der wild gewordene Psycho-Höhlenmensch. Richtig geil. Jedenfalls. Er gibt dann die Morde auch eigentlich vollkommen zu. Ja, er prallt so ein bisschen damit. Genau. Er gibt an. Und er sagt dann noch was, das habe ich nicht ganz verstanden. Also zum einen sagt er, erwähnt er auch Pittsburgh. Dass er auch irgendwas Vorfall in Pittsburgh. Da. Genau. Was, wo Cooper auch ein bisschen komisch drauf reagiert, so. So, oh, scheiße, er weiß davon. Mhm. Und, er sagt dann, zumindest habe ich das so verstanden, ich stehe halt auf Messer, na und? Und habe ich mir gedacht, aber Messer haben doch bei den Morden überhaupt keine Rolle gespielt. Ja, das ist richtig. Also bei Theresa Banks weiß ich nicht mehr, das sieht man ja dann in Fire Walk With Me, aber weder Laura noch Maddie sind doch erstochen worden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist richtig. Also Maddie ist mit dem Kopf gegen die Wand geballert worden. Und Laura ist erdrosselt worden, glaube ich. Dachte ich jetzt auch irgendwie. Also irgendwie mit Luftzufuhr abgequetscht. Ja, oder sowas, also, ne? Aber da war nirgendwo war da ein Messer im Spiel, Bob. Also ich weiß nicht, wovon du redest. Vielleicht die Opfer, aber. Ja, klar. Kann sein, aber trotzdem komisch. Ja, in diesem Szenario ergibt das in der Tat eigentlich eher weniger Sinn. So, und dann kommt der absolute Immersion Breaker der Welt. Also wir sind da gerade sowas von krass in der Storyline drin und es ist gerade eine der wichtigsten Szenen in der gesamten Handlung. Und dann Schnitt Dick Tremaine. Leute, also man kann auch das ist ein Musterbeispiel, wie man die Atmosphäre breaken kann. Etwas antiklimaktisch, ja, auf jeden Fall. Alter, Schnitt Schmalzlocke. Ja, also ja, Dick Tremaine ist oben im Polizeipräsidium und Andy und Lucy reden da, haben da ein Gespräch zu dritt, wo ich mir aber zwischendurch auch gedacht habe, sowohl Andy als auch Lucy scheinen irgendwie nicht arbeiten zu müssen als Polizisten beziehungsweise bei der Polizei Angestellte. Lucy ist ja, würde ich jetzt mal sagen, keine Polizistin. Naja, Sekretärin oder so, ne? Ja, genau. Ja. Ist da der Inhalt des Gesprächs? Ist das jetzt wirklich? Ich habe es mir hier gar nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es geht nur darum, dass sie irgendwie einen Vaterschaftstest nach der Geburt machen will. Ach ja, stimmt. Weil sie das Kind halt auf jeden Fall bekommen möchte und sie möchte irgendwie die Fürsorge von beiden haben, bis das geklärt ist, irgendwie sowas. Ja, okay, ja, stimmt. Und ja, der einzige Grund für diese Szene ist im Endeffekt, dass Dick rauchen kann und dass der Rauch in die neuen Rauchmelder zieht und die Sprengkleranlage auslöst nachher. Ja, ja. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Das dauert aus irgendeinem Grund, dauert das jetzt noch irgendwie 10 Minuten. Aber vielleicht sind die Szenen auch zeitversetzt, wer weiß. Ja. Oder es braucht einfach mehr Rauch. Ja, stimmt, okay, das kann auch sein. So, aber jetzt schalten wir wieder zum wichtigen Plot jetzt. Das war so eine kurze, so ein Interlude. So. Ja, genau.
jetzt hier setzt Cooper mal die Puzzleteile zusammen. Nämlich, dass die ganze Zeit schon, und da bin ich bei den meisten, bin ich nicht so 100 pro der Meinung, dass das wirklich so glasklare Hinweise sind, wie Cooper das jetzt sagt, aber gut. Es wird eher so ein bisschen zusammengenäht. Ja, mit jede Menge Klebeband zu so, und Klebstoff zu so einem, zu einer einigermaßen zusammenpassenden, semi-schiefen Puzzle wird das zusammengepropft. Diese Teile. Leatherface Mask. Ja, genau. Cooper und Harry. Cooper sagt so, hier, die Sache sieht folgendermaßen aus. Der Zwerg hat getanzt. Leland hat nach dem Tod von Laura die Zwangsstörung mit Tanzen bekommen. Bob hat graue Haare. Leland hat nach dem Mord an Jacques graue Haare bekommen. Also, erstens, war das so das Alleinstellungsmerkmal von Bob, dass er graue Haare hat? Irgendwie nicht, vor allem sind die ja von Leland eher weiß sogar. Das wäre mein zweiter Punkt gewesen, dieses Lelands graue Haare sind sehr, sehr, sehr frei interpretierte graue Haare. und dann dieser Nachbar von Leland, an den er sich angeblich erinnern will, hieß er Robertson. Ja, und, genau. Oh Gott. Wie war das? Die Leute, die von Bob besessen sind, werden als Bobs Kinder bezeichnet? Oder die er tötet? Ich weiß es nicht mehr genau. Und deshalb Robertson, Sohn von Robert und Robert besessen. Und... Besessen. Ach, meine ich. Ah, Rob okay, die von Bob besessen sind. Okay. Jedenfalls, Robertson heißt... Sohn von Robert und Bob ist die Kurzform von Robert. So. Genau. Uff. Wow. Also, okay, bei dem letzten, da bin ich bei dir, Cooper. Bei den Sachen davor, ja. Das ist eher so, ja. Wenn man möchte, dann. Ja, genau. Wenn du willst, dass das ein Beweis ist, ja, okay, dann kann dann das ist ein Beweis es sein. Ja, okay. Und Harry, finde ich noch interessant, dass jetzt in der gesamten Folge, auch nachher in der letzten Szene noch, Harry immer noch so der, ein bisschen so der Skeptische ist. So, genau, er fragt immer noch so von wegen, ja, aber existiert Bob denn jetzt wirklich? Und, ne? Ja, also Harry ist hier Scully und Cooper ist Mulder. Und dann in der Zelle rezitiert unser guter Bob hier den Signature-Spruch von Twin Peaks. Ja. Durch die Zukunft des... Nee. Durch die schon weg falsch. durch die Finsternis des zukünftig Vergangenen sehnt der Magier sich nach Licht einen Weg hinaus aus zweierlei Welten. Feuer, zieh mit mir. Yes. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Das ist ein sehr geiler Spruch. Das ist richtig. Ich meine, der wird, glaube ich, da auch sogar noch erweitert. Ne, da kommt noch mal irgendwie noch irgendeine Strophe. Oder so. Es kommt dann dieses Zeug mit seinem mit seinem Todesbringer. Aber das, hatten wir vorher auch schon mal irgendwo gehört. Ah, okay. Also das, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es auch im Zusammenhang mit diesem Sprüchlein hier war. Aber das hat Bob in irgendeiner Vision oder sowas hat er das schon mal gesagt. Ich wollte noch zu dem Text, wollte ich sagen, hier, zumindest dieses Zeug mit dem zukünftig Vergangenen, das heißt, das sieht man ja auch schon irgendwie so Zeit, dass, ich meine, zukünftig Vergangenes macht irgendwie an und für sich keinen Sinn, weil zukünftig Vergangenes, das ist eigentlich so, könnte man irgendwie als die Gegenwart interpretieren. Mhm. Etwas, was in der Zukunft vergangen ist, ist ja quasi das, was jetzt gerade passiert. Dass Zeit im Twin Peaks'chen Universum immer so nicht so eine sowas ist, auf das man als gerade Linie bauen sollte. Und auch zweierlei Welten, wenn man sich so das Finale von Staffel 3 anguckt.
Da passiert ja auch was mit zweierlei Welten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie die überhaupt endet. Ja, es ist... wir müssen, wenn wir da irgendwann mal hinkommen, dann müssen wir nochmal über diesen Satz, glaube ich, reden. Über diesen, okay. Über dieses Sprüchlein hier. So. Und dann halt, weil Dick da oben mit seiner komischen, mit seinem 20er-Jahre-Zigarettenhalter-Dings da unbedingt rumqualmen musste, obwohl das im Polizeipräsidium bestimmt nicht erlaubt ist. Das stimmt, Moment. Sagt Hawk das nicht auch einmal zu ihm? Oh, der ist ja nicht erlaubt. Ja, irgendwie sowas, ja. Ja gut, aber jetzt hat Dick endlich seine Funktion für diese Folge erfüllt. Ja. Der Rauch ist genug geworden und die Sprinkleranlage geht an. Genau, und also anscheinend scheint das Bob ein bisschen zu triggern. Das Wasser. Ja, zumindest steht er da so, als hätte er jetzt gerade irgendwie die krasseste Premonition der Welt. Ja. Ziemlich bedeutungsschwanger mit ausgestreckten Armen, glaube ich, im Regen. Und schreit rum. Vielleicht, weil Bob wird ja auch manchmal so, oder die Black Lodger werden ja auch so mit Feuer in Verbindung gesetzt. Und, ja, da, vielleicht und ist Feuer, dieses... Wasser sind ja entgegengesetzte Elemente so. Und ja, vielleicht genau. Deshalb. Ja, es ist quasi auch so ein bisschen, ich glaube, wir haben das ja auch schon ein paar Mal angesprochen, haben wir das schon angesprochen, haben wir das persönlich angesprochen, dass sich so jetzt ein bisschen das Ende von Lelands Charakter anbahnt. Ja, weil Bob fängt dann an, oder ja, ich will mir nicht, man, da kann man ja, glaube ich, auch viel drüber sagen, ob das jetzt 100 pro Bobs Wille gewesen ist, was jetzt passiert, nämlich er rammt sich beziehungsweise Bob Lelands Kopf immer wieder gegen die Tür, glaube ich. Ja, gegen die Zellenwand. Zellentür, ja. Gegen die Zellentür, genau. Und Cooper und Harry wollen da sofort rein, um das zu verhindern, aber Harry, der clumsy Sheriff mal wieder, lässt die Schlüssel fallen und dann ist da so eine typische Szene, ah, welcher Schlüssel ist es? Ah, verdammt, deiner, das ist zu glitschig, nein. Ja, jetzt bin ich zu spät, ah, oh, Mist. Ah, Wasser in meinem Auge, nein. Genau. Jedenfalls, bevor sie, also als sie die Zellentür aufmachen können, da ist es quasi schon zu spät. Obwohl Leland am Anfang noch relativ lebendig aussieht. dafür, dass er sich da quasi den Schädel zertrümmert hat, ist Leland eigentlich noch ziemlich kognitiv ziemlich gut dabei am Anfang. Ja, er erzählt quasi auch noch irgendwie von seiner Kindheit, dass ja. Bob irgendwie zunächst in seinen Träumen irgendwie auftauchte und dann von ihm halt schon in seiner Kindheit irgendwie Besitz ergriffen hat. Genau, und deshalb hat er sich das vermutlich so sich selbst zusammengesponnen, dass Bob quasi sein Nachbar gewesen ist. Mhm. Genau. Und dass er schon quasi schon seit seiner Jugend halt schlimme Dinge in Anführungszeichen für Bob machen musste. Womit man jetzt so sagen kann, okay, tötet der schon seit er ein Kind ist? Das wäre natürlich ziemlich, ziemlich krass. Hat vielleicht so Michael Myers-Style mal so eine Katze umgebaut oder einen Hund oder irgendwie sowas. Ah, das kann sein. Mhm. Obwohl ich natürlich nicht weiß, wie Bob da jetzt drauf reagiert, ob es da wie spezifische Lebewesen genau, sein müssen. Ja. Und er spricht da auch nochmal von ihnen. Also ich hab's zweimal gehört, mir angehört und ich hab's auch nach wie vor nicht so ganz verstanden. Dass Leland sollte auch nicht nur für Bob Leute töten, sondern auch noch für andere. Dass irgendwie noch andere wollten, dass das gemacht wird. Und ich nehme an, damit ist dann da die ganze Bagage da im Convenience Store gemeint. Ja, wahrscheinlich. Ja. Vielleicht bezieht sich das dann auch auf Mike, weil er ja vorher auch gesagt hat, dass er mit ja, also der Zwerg,
Der Zwerg ist auf jeden Fall, in Fire Walk With Me sieht man den Zwerg auf jeden Fall, glaube ich, einmal im Convenience Store auch. Also der gehört da irgendwie schon oder gehörte, ich weiß nicht, also bei Mike scheint es ja irgendwann dann so ein Umdenken gegeben zu haben. Ja, richtig, genau. Also die gehörten auf jeden Fall alle mal so richtig zusammen. Und jetzt kommen wir so zu der ganzen Krux von Lelands Charakter und wie viel Leland sich darüber bewusst war, was er tut und wie viel er davon selbst machen wollte und was Bob damit genau zu tun hat. Denn Leland sagt jetzt aus, dass er sich nie daran erinnern konnte, was er gemacht hat, als er von Bob besessen war. Mhm. Also so wie Leland es jetzt darstellt, wollte er davon nie etwas und er wusste es auch nie. Ist eine Erklärmöglichkeit. Ich persönlich halte sie für zu einfach. Ja, zumindest müsste sich dann vielleicht mal ein paar Fragen stellen, was so passiert ist. Ja, zum einen das, warum müsste er die ganze Zeit Blackouts haben eigentlich, ne? Ja, genau. Ja, ich meine, klar, wenn es jetzt so ist, dass er irgendwie Besitz ergreift, er kriegt gar nichts mit und dann wacht er quasi morgens wieder in seinem Bett auf und keine Ahnung, aber es kommt ja nicht so rüber. Also es scheint ja schon so, dass er ja haargenau weiß, dass er Laura umgebracht hat und wenn er vielleicht gar nichts dagegen tun kann, dann, ja gut, keine Ahnung. Also ich persönlich glaube, dass Bob gewisse Veranlagungen, quasi böse Veranlagungen, die man irgendwie hat, und seien sie noch so klein und versteckt, dass der die quasi dass Bob dafür sorgt, dass diese Veranlagungen quasi auf Besitz von einem ergreifen. Ja, das kann gut sein. Ja, und dann, wow, Schuldfrage, da gehen wir jetzt, dann wird es schon sehr philosophisch quasi. wie viel er davon, wer weiß, vielleicht hatte er dann keine Blackouts, sondern hat sich so quasi so selbst so für die Zeit sich so eine Realität zusammengebaut in seinem Kopf, so wie er auch so eine andere Erklärung für die Besessenheit von Bob so damals in seiner Jugend sich gebaut hat. Könnte alles sein. Also, aber ich finde das, was Leland da sagt, dass man das nicht, weil vielleicht will er sich hier auch nur einfach irgendwie sich so ein bisschen so selbst freisprechen. So im Sinne von, ja, der hat das gemacht. Ich konnte dafür nichts. Ja, ich glaube auch so ein bisschen, dass er das so macht, um sich halt selber so hin zu tricken, dass er es gar nicht unbedingt war. Und ich hatte mir nämlich auch gedacht, als er dann angefangen hat, seinen Kopf gegen die Wand oder gegen die Tür zu ballern, ob das jetzt Bob gewesen ist oder vielleicht hat Leland da bewusst auch irgendwie versucht, Selbstmord zu begehen, weil er halt da irgendwie realisiert hat, dass er seine Tochter getötet hat. Ich glaube, ich habe das eigentlich so verstanden, dass Leland das absichtlich gemacht hat. Okay. Ich weiß jetzt aber, ich weiß nicht, woran ich es genau ausmache, aber irgendwie hat sich das für mich so angefühlt, weil er dann ja am Ende, also Bob taucht dann ja auch gar nicht mehr auf. Also er liegt dann ja auf dem Boden und erzählt ja davon, dass es ihm so leid tut, dass er Laura umgebracht hat. Und ich habe das schon so irgendwie verstanden, dass er damit im Endeffekt so ein bisschen so Bob aus seinem Körper vertrieben hat, so wie Laura das auch in ihrem Tagebuch dann halt geschrieben hat. Ah, okay, ja, stimmt. Als Last Resort, aber ja. Weil man könnte es auch so sagen, weil ich glaube, Bob hat ja im Verhör, als Bob wirklich tatsächlich aktiv gesprochen hat, hat er ja auch gesagt, und bevor ich gehe, da werde ich noch die Reißleine bei Leland ziehen, also im Sinne von, wenn ich hier aus seinem Körper abhaue, dann bringe ich ihn um. Könnte man ja auch er dann Lelands Körper kontrolliert hat und Leland dann quasi da getötet hat.
Allerdings, man kann es natürlich auch so sehen, dass in dem Moment, als das Wasser irgendwie mit ihm in Berührung kommt, dass er, dass das Bob vertrieben hat und dann auch die Erkenntnis bei Leland reingeballert ist, was er getan hat, und da hat er im Affekt keine andere Alternative gesehen, als sich sofort umzubringen. Interpretation mag ich. Ja, finde ich tatsächlich auch besser als die Sache, als die Version, dass Bob ihn da umbringt. Das ist ein bisschen zu simpel. Es klang auch eigentlich eher so, dass er noch so ein bisschen was vorhat mit Leland. Also es war jetzt irgendwie nicht so, ich habe das auch auf Deutsch geguckt, ich weiß nicht, wie es vielleicht auf Englisch rüberkommt, aber es klang jetzt nicht so von wegen, ja, ich brauche den nicht mehr, sondern so von wegen, ja, ich lasse es in einem Knall enden. Das klang für mich eher so von wegen, wie ich möchte noch was abziehen. Ja, ja, kann man auch sagen. Also er hat ja quasi, also er hat ja eigentlich schon gesagt, dass Leland so seine Nützlichkeit, also seine Nützlichkeit verloren hat. Mhm. Aber dass er, wie du gesagt hast, sich nicht einfach so verziehen wird, sondern er lässt nochmal so richtig einen drauf machen. Genau. Genau, ja. Also er stirbt dann in, also Leland stirbt dann in Coopers Armen, der ihm dann noch genau, sagt, irgendwie irgendwas mit, du stehst bald vor dem Licht. Irgendwie sowas erzählt Cooper. Ja, ihm dann ich fand das auch so irgendwie, so am Anfang war Leland irgendwie auch noch so von wegen, oh, bla 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 bla, die ganze Zeit am Brabbeln. Und Coop dann so, ja, du musst den Weg ins Licht suchen. Ja, so. Und ich so, bringt er ihn jetzt quasi um? Ja, weiß ich auch nicht. Coop war auf jeden Fall sehr versessen darauf, dass Leland seinen Weg ins Licht findet. Ja, ja. Aber vielleicht wollte er auch nur, dass Bob nicht zurückkommt. Wer weiß. Irgendwie so, ja, ja, who knows. Und dann gibt es diese, ich glaube, dann kommt direkt Schnitt und dann Endsequenz, ne? Also dann, ich nehme an, das ist dann außerhalb des Polizeireviers da, so im Wald, so leicht. Ja, genau. Da, wo, glaube ich, die tibetischen Methoden angewandt wurden. Ja, genau. Das kann da so in der Ecke gewesen sein vielleicht. Obwohl, ich glaube, das war wirklich dann noch irgendwie ganz weit weiter im Wald. Ja, aber vielleicht ein bisschen tiefer im Wald. Ja, ja. Richtig. Jedenfalls, dann haben wir wieder Bob. Bob, was ist denn gerade los? Nee. Cooper, Harry, Albert und for some reason Major Briggs. Die Lichtgestalt. Ja, ja, wie der da steht, da dachte ich mir auch so, Leute, was macht ihr denn jetzt schon wieder? Ja, da war wie auf das Lighting war es so ein bisschen strange. Ja. Ja. Ja, und dann geht nochmal so ein bisschen um die, was Bob ist. Ist Bob tatsächlich irgendwas? Und so weiter und so fort. Und ich finde, also die Szene mochte ich auch irgendwie sehr. Und ja, ich fand's halt. Ja, es hat sich halt, wie gesagt, angefühlt wie so ein Rap. Wrap it up so für die nächste Staffel. Irgendwie so ein. Ja, genau. Jetzt ist die Story ist quasi zu Ende und wie geht's jetzt weiter? Also. Absolut. Absolut. Hast du absolut recht. Ich finde aber, also auch wenn ich es appreciate, dass Harry nach wie vor so ein bisschen den Skeptiker und so ein bisschen das Rationale hier reinbringt, weil er immer noch so sagt, so Bob kann doch nicht wirklich existieren. Leland war doch eindeutig wahnsinnig. Dass er quasi so die Erklärtheorie vertritt, dass Leland quasi schizophren gewesen ist und dass Bob quasi seine gewalttätige und mörderische Persönlichkeit gewesen ist. Auch wenn ich das nach wie vor appreciate, dass es diese Ansicht gibt, kann man halt, also wenn man eine Erkläransicht in Twin Peaks verwerfen kann, dann ist es ja die, weil wir wissen halt genug über die Welt, dass wir wissen können, dass diese Wesenheiten tatsächlich existieren und dass Bob tatsächlich existiert. Ja, zumindest im Moment. Ja, ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer es sagt, ich glaube, war es sogar Albert, dass irgendwie Albert sagt, Bob ist vielleicht einfach die alles Böse, zu was der Mensch fähig ist oder sowas.
Ich glaube, es war ja, Albert. stimmt. Ja, kann sein. Aber da waren wirklich ein paar sehr gute Sätze dabei. Ich habe leider nicht nachgeguckt, wer die Folge geschrieben hat, aber so scheiße die James-Sachen waren, so gut, muss ich gerne sagen, war jetzt das hier. Also dann noch Major Briggs sagt dann, warum habe ich mir das denn nicht aufgeschrieben? Sagt dann irgendwie, wie ist es denn wirklich notwendig, dass wir uns damit irgendwie befassen oder sowas? Ja, nee, das klingt. Ja, genauso von wegen, weil es ja das Böse quasi eh immer geben Ah wird. ja, okay, stimmt, ja. Sowas in Oder der Art, glaube warum ich, müssen wir war es der denn Gedanke. verstehen oder warum sollten wir es denn verstehen wollen oder sowas? Und dann sagt Cooper so, Genau, ja. weil es unsere Mission ist, es aufzuhalten. Quasi Ja. so nach dem Motto. Sag auch sehr gut, Cooper. Redest zwar verdammt viel Blödsinn die ganze Zeit, aber da hast du mal ein wahres Wort gesprochen. Ja, ich glaube, dann fragt Harry eigentlich nur noch, wo Bob jetzt eigentlich ist. Ja, das ist auch, aber wirklich, also hätte ich jetzt gar nicht so die Frage, wäre mir jetzt gar nicht, in dem Moment gar nicht so gekommen, so tatsächlich, aus irgendeinem Grund. Aber ist natürlich eine vollkommen legitime und nachvollziehbare Frage, Ja, genau. Und so. halt natürlich auch so die perfekte Frage für einen Cliffhanger, ne? Ja, also. Der dann natürlich auch kommt. Ja, weil, oh, das sind die letzte Szene, also die letzten 20 Sekunden oder so, sind sehr geil. Da hat man quasi Bob Vision. Man sieht Ja. quasi so durch die Augen von Bob, wie er irgendwie, also es ist natürlich ganz rot, so rotes, roter Filter über den Augen, wie er irgendwie Es durch ist so ein die. crazy Mix zwischen Predator und Tanz der Teufel Oh ja, genau, gewesen. genau, wie wenn der Predator irgendwie in Affenzahn durch den Wald gerannt wäre. Und dann so diese Jackie-Kamera von Evil Dead Ja, genau, irgendwie. Shaky Cam, genau. Genau, er läuft irgendwie durch den Wald und da habe ich echt gedacht, oh geil, weil hatte mich gar nicht mehr daran erinnern können. Kriegen wir jetzt irgendwie, was kriegen wir denn jetzt irgendwie zu sehen? Weil das deutet ja sehr darauf hin, dass wir jetzt irgendwie sehen, wo sich Bob, bei wem sich Bob jetzt einnistet. Und ich wusste es einfach nicht mehr. Und Yeah, oh das ist so, oh boy. geil, boah. Und naja, es war sehr geil, was dann kam, aber ich war ein kleines bisschen auch enttäuscht. Weil wir kriegen quasi die Eine Confirmation, ja. semi-gut reingerenderte Eule. Ja, also wir kriegen jetzt die absolute Confirmation, auch wenn für all die, die es vorher auch noch nicht gecheckt haben, Eule equal Bob. Bob ist die Eule oder alle Eulen oder sowas. Jedenfalls, Eulen sind Bobs Tiere. Und wann immer wir jetzt eine Eule sehen werden, dann wissen wir, der gute Mann in der Jeansjacke und den ungepflegten langen Haaren, der steht da jetzt gerade. That's you. That's you. Ja, und das ist das. Und du hast sowas von 100% recht. Es ist der perfekte Cliffhanger für das Ende quasi von Season 2. Und ich weiß nicht, was diese Wahnsinnigen damals geritten hat, danach einfach. Also, Einfach noch 10.000 Folgen danach zu drehen. ja, weil ab jetzt, Gott, naja, gut, also wenn das, was danach kommt, einfach Staffel 3 gewesen wäre, das hätte nichts an der Qualität geändert. Nur ist es halt so weird, so eine Folge in der Mitte der Staffel zu haben. Es ist halt dramaturgisches Karussell. Ja, es sind noch 13 Folgen. Holy Schreckliche Shitterino, Welt. ey. 13 Folgen. Ja, und damit Ja. sind wir wohl bei dem berühmten Loch der zweiten Staffel angekommen. Absolut. Also, ab jetzt absolut. Weil Bob, ich sag's mal jetzt nicht als Spoiler, sondern als Warnung. Bis wir den Knaben mal also leibhaftig wiedersehen, wenn du sagst, es sind 13 Folgen, dann dauert das bestimmt noch so 11 oder 12 Folgen, bis der Bursche Scheiße. wieder auftaucht. Also,
Also, oder ich vertue mich so richtig, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Weil er wird ja jetzt ersetzt als Antagonist. Ja, ich bin mal gespannt. Also über den kommenden Main-Plot weiß ich quasi gar nichts mehr. Ich, keine Ja, Ahnung. weil. Ich bin sehr gespannt. Ja, weil, ja, also wenn wir sagen, der Main-Plot ist der mit dem neuen Antagonisten, dann ja. Ansonsten, es ist jetzt relativ schwer, jetzt zu sagen, was ist Main-Plot und was nicht und so weiter und so fort. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, noch so, wenn ich retrospektiv gucke. Eine Person, die schon seit. Ich weiß nicht, ob die in Staffel 2 überhaupt aufgetaucht ist. Laura's Mutter. Doch, ich glaube, dies. Ich habe zufällig in eine Folge vorher reingeguckt und da ist sie auf jeden Fall aufgetaucht. Echt? Aber die saß dann auch nur auf der Couch bei sich zu Hause oder irgendwie sowas. Ja, also das letzte Mal, als ich mich wirklich dran erinnern kann, dann ist. Ich glaube, es war eine Szene mit Maddie, wo Maddie noch dabei war. Ja. Und dann ist Bob vermutlich auch irgendwie wieder visionsmäßig irgendwie durchs Zimmer gestromert. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir die noch jemals wieder zu Gesicht bekommen. In Staffel 3 auf jeden Fall. Da weiß ich noch, und da ist seine Formulierung gerade zu Gesicht bekommen, auch sehr schön formuliert. Oh Man ja. Yeah. kann auch einfach The Quarry spielen. Er The Quarry. Oh ja, stimmt. Ja, muss ich endlich mal spielt durchspielen. sie auch Ja, mit. das ist, als ich das gecheckt habe, Moment, wir müssen gerade, ich muss gerade kurz erklären. The Quarry ist ein Videospiel von den Machern von Until Dawn, ist ein spielbarer Horrorfilm und darin spielt neben Lance Henriksen, aka Bishop aus Aliens und Stimmt, noch ja. ein, zwei anderen Typen, die man kennt. Ich glaube, einer von den Raimis, also hier Ja, der der Bruder von Sam Raimi, glaube Der ich, oder irgendwie Bruder sowas, Ted ne? Raimi, genau, der spielt dann. Ja. Und auch Grace Zabrinski oder wie sie heißt, halt einfach mal Sarah Palmer. Wow! Ja. Ja, die haben irgendwie beim Cast auf jeden Fall was richtig gemacht. Da haben sie auf jeden Fall was richtig gemacht. Und das Spiel ist auch geil, ich auch wenn ich es noch nicht durch habe. Yes. Nee, ja, das. Es war also. Insgesamt muss ich sagen, es ist eine der ganz großen Twin Peaks-Folgen. Also ich würde fast sagen, bislang insgesamt meine Lieblingsfolge, glaube ich. Wenn man Ja, vom, also. ja, also mit dem Pilot vielleicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, die war halt extrem kurzweilig. Weil sie auch Die habe ich fokussiert mal war. gesehen. Genau. Dachte so, oh, 46 Minuten ist nicht so wenig. Und dann verging die Zeit doch relativ schnell. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich finde es relativ schwierig, jetzt eine Szene rauszusuchen, die ich irgendwie besonders herausstechend fand. Ich weiß meine. Dann hau mal raus. Meine ist das Verhör. Einfach weil aus zwei Sachen. Einmal aus dieser abstrusen Situation, dass Hawk da die ganze Zeit mit dem Revolver steht Ja, okay. und sie da ein offizielles Geständnis fürs Gericht kriegen wollen. Good luck. Und einfach weil Ray Wise die Scheiße aus dieser Szene rausactet. Ja, okay. Ja, doch, ist auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß nicht, ich Und fand da irgendwie, noch ja. als dritten Punkt, weil wir da, ich glaube, zum ersten und einzigen Mal so richtig direkt mit Bob kommunizieren. Ist, glaube Das ich, wirklich stimmt. das ein. Also, wenn nicht, dann ist es eine zumindest die längste Strecke, wo Bob wirklich direkt mit der Außenwelt in Kontakt tritt. Und auch die klarste. Ja, ich glaube, ich würde. Also, die Szene fand ich auf jeden Fall auch richtig nice. Das ist richtig. Ich glaube, weil vieles von der Folge halt einfach relativ fast-paced ist und auch irgendwie jetzt nicht unbedingt
Also da sind coole Szenen drin. Ich glaube, deswegen fällt es mir jetzt so schwer, irgendwie was zu sagen. Ich fand auf jeden Fall die ganz letzte Szene ziemlich cool, wie du auch schon gesagt hast. Das war halt irgendwie so ein sehr runder Abschluss eigentlich für die ganze Geschichte. Und ich mag die Szene, wo Chochamura sich enthüllt vor Ben. Auch wenn die ein bisschen unlogisch ist, aber einfach finde ich irgendwie die Beziehung zwischen beiden ist einfach der Hammer. Ja, die war auch cool. Sie hat, ich glaube, ich habe es vorhin nicht gesagt, aber dann, wenn diese Szene in einer anderen Folge gewesen wäre, dann hätte die auch gute Chancen gehabt, für mich die Lieblingsszene zu bekommen. Aber weil diese gesamte Folge ist halt, steht halt so im Licht der Mordermittlungen und Bob und Leland und so weiter, dass alles andere dagegen quasi absteigt. Und ich hab die leise Befürchtung, dass dieses Segment der Lieblingsfolge so in den nächsten 13 Folgen, dass das ein ziemlicher Pain in the Ass werden wird. Ja, macht ja nichts, dann können wir ja die Hass-Szene Oh nehmen. ja, da wüsste ich es hier auch schon direkt. Die James, du Szene, Spacken, ja, ey. mit James. James mit seinem Terminator-Cosplay. Ach ja, ciao übrigens. Kein Bock mehr, alles Ja. sinnlos. Aber ich kann, also, ich habe wirklich jetzt keinerlei, wirklich keinerlei Ahnung mehr, wie es mit folgenden Personen weitergeht. Donna, wirklich zu 0%. James halt noch zu dieser kleinen Nebenhandlung, die er außerhalb von Twin Peaks erleben wird. Aber ab dem Zeitpunkt, ich weiß auch nicht, wie lange das gezogen wird, ebenfalls ab dem Zeitpunkt, wo er wieder zurückkommt, überhaupt nicht mehr. Audrey, ah, eher so ein bisschen noch. Ich weiß, dass hier Ben ziemlich austicken wird. Jetzt. Und dann kommt ja hier noch dieser andere Typ. Ich weiß seinen Namen nicht, aber der dann Audreys Love Interest wird. Oh, weia, ey, was da noch alles kommt, ey. Ich bin komplett raus. Ich glaube, ich lasse mal alles so auf mich einprasseln. Ja. Da doch, den Plot mit Nadine kenne ich noch, aber. Ja, das weiß ich auch noch. Oh. Und Bobby landet dann irgendwann, das weiß ich noch, als irgendwie der Assistent von Ben, glaube ich, im Hotel, oder? Ne, kann sein. Klingt Boah. plausibel. Wie gesagt. Also es klingt nicht weniger plausibel als der ganz andere Kram, der da kommen Ja. wird. Ja, richtig. Naja, ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir vielleicht die nächste Folge dann relativ zeitig aufnehmen. Ja, es ist jetzt, ich sag's Ah. jetzt einfach fürs Protokoll, es ist der 13.12.2022. Für den Zukunftsrobin, der das jetzt gerade schneidet am 15.03.23. Mach dir keinen Stress. Aber mach hin. Ja, mal schauen. So, ich werde jetzt erstmal gleich drei Kreuz machen, wenn ich die Aufnahme beende und feststelle, dass alles richtig aufgenommen hat. Nicht wie beim letzten Mal. Ich habe auch sonst wieder ein Backup. Alles gut. Ja, und diesmal mussten wir ja zwischendurch auch nicht unterbrechen, sodass es dann eine kleine Asynchronisation zwischen unseren Tonspuren geben Nee, wird. genau. Die Internetverbindung war diesmal gar nicht mal so Ja, hat gehalten scheiße. Vielen diesmal. Dank an den WLAN-Gott. Ja. Alles gut. Ja, dann Jo. würde ich sagen,
verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir verabschieden uns aus der vermutlich letzten sehr guten Folge Twin Peaks für eine lange Zeit. Bis dann. Ja, genau. Bis dann. Tschüss.